Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Grautöne. Bei mir ist wieder Basel Alameira an meiner Seite und wir begrüßen heute ganz herzlich Sineb El-Masra. Schön, dass du da bist, Sineb. Danke für die äh, Einladung. Sineb, wir stellen dich kurz vor. Ähm, Sineb ist Buchautorin, Publizistin, Journalistin. Sie ist oft in den Medien vertreten. Sie schreibt Artikel, Gastkommentare. Sie hat eine eigene, äh, sie ist Verlegerin einer eigenen Seite, Gazelle. Ähm, ihr letztes Buch, äh, neuestes Buch heißt äh, Emanzipation im Islam. Und sie beschäftigt sich ähm, mit der Rolle der Frau, nicht nur im islamischen Kontext, sondern eben auch in der medialen Rezeption. So, so viel zu deiner Vorstellung, Sineb. Äh, wir würden gerne so als Einleitung mit dir anfangen, auch über das Thema Frauen äh, sprechen, und zwar Frauen in, äh, in der medialen Wahrnehmung und ein bisschen eingegrenzt, ähm, warum ist das Bild der Frau ähm, im islamischen Kontext und auch im nicht-islamischen Kontext immer so ein Zankapfel, auch in modernen, aktuellen medialen Debatten. Also jeder streitet sich darum, wie Frauen aussehen sollen, nicht sollen, was sie tragen sollen, was sie nicht sollen, kannst du uns da ein paar Einblicke geben? Jeder Möchtest streitet, du das? Jeder streitet sich, das ist ein ganz gutes, ein guter Stichpunkt. Also ich glaube, wenn man sich mit der Thematik ähm, islamische Frauen oder muslimische Frauen im, in Europa und wenn wir jetzt jetzt uns jetzt auf Deutschland fokussieren und uns anschauen, wie darüber geschrieben, berichtet wird, dann sind das erstmal sehr oft ähm, Beiträge die eben Probleme darstellen und diese Probleme gibt es, also das Thema Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, äh, Kopftuchzwang, Bockerzwang, was auch immer und ähm, Nachrichten, Medien fungieren meistens nach einem Prinzip, nämlich only bad news are good news, also man berichtet über das, was eben nicht so gut läuft und nicht, dass der Baum gut gedeiht und blüht und man sich freut, dass äh, der Garten immer grüner wird, sondern dass irgendwie der Garten ähm, verfault an gewissen Stellen. So, das ist sozusagen das Prinzip und so ähnlich fun funktioniert es eben auch in der Auseinandersetzung eben mit äh, muslimischen Frauen, was natürlich das Thema Integration, Zuwanderung auch beinhaltet und ähm, auch die Angst der Überfremdung spielt da auch eine Rolle, ähm, dass eine Kultur, die fremd ist, sozusagen sich in Deutschland ausbreitet. Und da kommt man natürlich ganz schnell auch auf die Rolle der Frau, weil man sich in Europa, weil man sich in Deutschland ähm, auf den ersten Blick einig ist, dass wir alle emanzipiert sind und Frauen alle Rechte haben ähm, und dass das bei den muslimischen Frauen nicht der Fall ist. Und das kann man eben mit bestimmten ähm, Berichten, ähm, wo eben genau diese Probleme dargestellt wird, belegen. Ähm, und wenn man die Berichterstattung nur darauf fokussiert, und ähm, sozusagen in eine, seine eigene Redaktion blickt, wo selbstbewusste Redakteurinnen sitzen, Cutterinnen, ähm, vielleicht ist der Chef vom Dienst eine Chefin vom Dienst, dann glaubt man, dass eben in Deutschland, in Europa alle emanzipiert sind, wenn sie Frauen sind in Europa, vor allem wenn sie Christinnen, Jüdinnen oder Atheistinnen sind. Und ähm, öffnet man aber den Blick über die äh, Debatte Frauen, also kommen wir vom Fokus weg, muslimische Frauen und schauen wir auf die Frauen an sich, dann sehen wir noch ganz andere Debatten, nämlich dass die Emanzipation der Frau in Deutschland auch immer noch ein Debatten. Thema ist. Also wir diskutieren immer noch darüber, dass Frauen etwas weniger verdienen als das, was Männer verdienen, also der Gender Gap. Wir reden darüber, dass Hebammen mittlerweile eigentlich fast schon aus der Betreuung von schwangeren Frauen verschwinden. Wir sprechen immer noch darüber, dass es in gewissen Unternehmen auch einen High-Heel-Zwang gibt. Ähm, wir diskutieren immer noch darüber, oder das kommt jetzt eigentlich erst, äh, dass Frauen sich ähm, so ein bisschen schämen, wenn sie ihre Tage haben oder wenn es dann an einer Hose irgendwie ein bisschen blutig runterläuft. Es gibt also viele, viele Themen, wo wir merken, hm, in einer so äh, entwickelten Gesellschaft, wie die wir in Deutschland haben, ähm, wo wir glauben, Frauen sind emanzipiert, merken wir so, hm. Da ist wohl doch nicht alles ausdiskutiert, es ist doch nicht alles erreicht, es gibt immer noch auch Tabus. Sie sind aber, und das muss man halt sagen, ähm, sie sind natürlich im Vergleich zu dem, was sozusagen in der medialen Berichterstattung über muslimische Frauen stattfindet, natürlich ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ein bisschen weicher. Sie sind nicht so existenziell. Also wenn es ein Problem ist, über die eigene Periode zu sprechen oder eben darüber, dass Frauen vielleicht jetzt nicht ständig mit einem großen Ausschnitt durch die Gegend laufen wollen und vielleicht auch nicht ihr ihre Produkte, wenn sie Unternehmerin sind, das eben mit irgendwie großbusigen Plakaten bewerben möchten, ist das natürlich nicht so existenziell wie eine junge Frau, die eben dazu gezwungen wird, im, was weiß ich, sogenannten Heimaturlaub einen Cousin oder Bekannten zu heiraten gegen ihren Willen. Aber es zeigt sich eben, dass die... Dass die Debatte über Frauen in Gesellschaften und wenn wir von der deutschen Gesellschaft sprechen eben an allen Fronten geführt wird mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und meine Aufgabe, die ich so ein bisschen sehe, ist auch das sichtbar zu machen, dass wirklich Frauen hier in dieser Gesellschaft erstmal Frauen sind, die an ganz vielen Stationen im Leben Bedürfnisse haben, die sie artikulieren müssen und sollen und dürfen. Und sie auch erstmal so gleichberechtigt nebeneinander stehen, aber auch trotzdem auch anerkennen müssen. Und ich glaube, das ist ein kleiner Defizit, den es sicherlich auch noch bei vielen muslimischen Frauen auch gibt, das nicht immer sofort als Angriff zu verstehen, weil es da, und da kommt der nächste Punkt, weil ich ja vorhin darüber gesprochen habe, dass wir ja auch immer über Zuwanderung in diesem Kontext sprechen, dass mit dieser Überfremdungsangst gegenüber Muslimen vor allem, wir sprechen ja vor allem über Muslime, dass da auch mal ganz schnell so ein rassistischer Unterton mitschwingt. Und ähm, in dem Moment, wo man über Defizite von muslimischen Frauen spricht, man ihn, diese Gruppe eigentlich auch ähm, rassistisch degradieren möchte. So nach dem Motto, aus euch wird eigentlich eh nichts, ihr werdet eh nie in dieser Gesellschaft ankommen, weil ihr Muslime seid, weil ihr aus dem arabischen Raum, türkischen Raum, wo auch immer her stammt. Und das eigentlich per se dazu führt, dass ihr diese Konflikte habt. Und das führt ein bisschen dazu, dass auf muslimischer Seite dann ganz oft ähm, es vermieden wird, ähm, genau diese Probleme, die nun mal zutage treten und sogar vielen Familien und Frauen, selbst wenn diese Frauen sehr emanzipiert sind, eigentlich bewusst sind und sie auch kennen. Und das reicht, das reicht manchmal sozusagen in die eigene Familie. Vielleicht nicht, man ist selbst davon betroffen, aber vielleicht die Cousine, die Nachbarin oder vielleicht, ähm, was weiß ich, eine Tante 15. Grades oder so. Okay, also wenn man auf die Entwicklungen schaut, die wir dort vorfinden, und du sagst ja, wir haben ja generell hier in Deutschland sicherlich ein allgemeines Problem, aber im speziellen Fall für Muslime ein etwas stärker genommenes Problem, weil du hier von existenziellen Problemen redest, die hier ähm, Muslime hier vorfinden. Nicht alle, aber sicherlich ähm, einige und äh, in mehr oder weniger starkem Maße auch. Nun wie du dann auch mittlerweile gesehen hast, entsteht ein gewisses Spannungsfeld. Auf der einen Seite versucht man natürlich, die Vorwürfe, die existieren, nicht unbedingt in ein sagen wir mal, rassistisches Motiv umwandeln zu lassen und immer noch den Kern der Kritik zu bewahren, ohne in eine pauschale und sagen wir mal sehr allgemeine Muslimkritik umwandeln zu können. Und wie genau versuchst du das Ganze auszubalancieren? Wann hast du das Gefühl, hier muss ich was sagen, hier muss ich aufstehen und ähm, innerhalb muslimischer Kreise Kritik anwenden und hier muss ich mich als, sagen wir mal, außerhalb muslimischer Kreise schützend davor stellen zu sagen, so, das geht nicht bis hierhin? Also wo findest du dann für dich eigentlich die Linie, wo du sagst, okay, hier müssen wir über ein Problem reden? Das Sexismus oder patriarchische System im Islam und einerseits das ähm, diffamierende Problem einer einer ganzen Gruppe, die hier in Deutschland lebt. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil ähm, durch viele Gespräche mit vielen muslimischen Frauen äh, ich auch genau merke, dass das eben so die Krux an dieser ganzen Geschichte ist. Also wie kann man äh, diese Probleme, die bekannt sind, ähm, und auch da gibt es Unterschiede ähm, von der ähm, ja von der von der Schwere des Problems also eine junge Frau äh, die beispielsweise in der Familie groß wird äh, wo sie beispielsweise überhaupt gar keine Probleme hat äh, zu, durchzusetzen dass sie äh, auch ihre ihr Studium äh, absolviert dass sie überhaupt irgendwie Schule zu Ende machen kann dass sie ihren Partner frei wählen kann der Fall es ist Muslim da kommen wir gleich zum nächsten Punkt ähm, das Thema Homosexualität, also auch muslimische Frauen sind lesbisch, das gibt es auch. Teilweise auch in der etwas älteren ersten Generationsgarde, das mag man manchmal auch nicht glauben, aber diese sind existent. Und diese jungen Frauen, die haben vielleicht jetzt erstmal nicht so unbedingt das Problem, dass sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen ausrangiere, dann ist der Bruch mit der Familie sehr groß. So. Aber sie sind eben nicht frei. Und hier kann man aber sehr gute Parallelen eben auch zu anderen gesellschaftlichen Gruppen feststellen. Also viele äh, Tabus, äh, die es sozusagen auch in muslimischen Community gibt. Communities gibt. Die gibt es eben auch beispielsweise bei jüdischen Frauen, bei Frauen, die ähm, vielleicht jetzt eher jüdisch-orthodoxe Frauen, äh, Frauen, die im, im katholischen äh, Kontext sozialisiert worden sind oder eben aus Regionen kommen, wo man dann eben auch doch noch recht traditionell unterwegs ist. Also ähm, auch Deutschland ist ja sehr divers äh, in der Lebenswelt von Frauen. Ähm, und da kann man tatsächlich auch so Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft, gemeinschaftliche. Ähm, Ebenen finden, dass man sagt oder dass die Frauen sagen: Hey, ich teile eigentlich im Grunde genommen dasselbe Problem. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass wir dann merken, das hat nichts damit zu tun, weil man muslimisch ist und diese Probleme hat, sondern weil man in Strukturen sozialisiert ist, die engstirnig sind. Und Engstirnigkeit ist kein Konzept der Muslime und auch kein Konzept des Islam, sondern ein Menschenkonzept genauso, wie es leider immer Menschen gibt, die rassistisch bleiben wollen. Sie wollen nicht ihren Horizont erweitern. Und das haben wir auf beiden Seiten. Dementsprechend ähm, bringt es eben auch nichts, die ganze Zeit so um das Problem herumzuschlavinern und zu überlegen, wie thematisiere ich das, damit mir jetzt niemand irgendwie den Vorwurf macht. Super, als AfD habe ich jetzt eine Steilvorlage, um deutlich zu machen, die Muslime dürfen sich hier nicht weiter ausbreiten und am besten soll man das Kopftuch verbieten und irgendwie alles, was islamisch ähm, sichtbar ist, ist ein Problem. Also so kommen wir nicht weiter und deswegen sollte man es auf jeden Fall thematisieren, aber dann eben auch die, ähm, die, die Ehrlichkeit haben, einfach auch zu analysieren, also eben nicht vor gewissen Barrieren zurückzusch zurückzuschrecken und zu sagen, ähm, das Thema... Bireligiöse Partnerschaften beispielsweise. Also ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt eben für viele Frauen, die muslimisch sind, ähm, diese freie Partnerwahl. Also die Frauen können im Gegensatz beispielsweise zur ersten und auch zweiten Generation auch ähm, innerhalb ähm, sozusagen der islamischen Religionsgemeinschaft heiraten. Also die erste und zweite hatte teilweise noch Probleme, wenn die junge Frau marokkanischstämmig stämmig ist, algerisch stämmig, was weiß ich, türkisch stämmig und sie möchte jemanden aus Mali, äh, was weiß ich, äh, Bosnien oder Indonesien heiraten. Und eigentlich sind sie alle Muslime und sogar alle Sunniten, aber da ist jemand aus einem anderen Kulturkreis. Oh. Und das hat sich geändert. Also auch da gab es eine Weiterentwicklung. Und jetzt kommen wir aber an so einem Punkt, wo jetzt ähm, es natürlich einen Unterschied gibt, wenn Frauen sagen, ich möchte aber jemanden heiraten oder ich habe mich verliebt in jemanden, der eben nicht muslimisch ist und dann auch noch irgendwie nicht mal irgendwie arabisch oder türkisch. Nämlich dann irgendwie noch jemand, der vielleicht auch atheistisch ist oder so. Und da muss man dann sagen, ist es das Problem der Religion oder ist es der, ist das Problem einer bestimmten Auslegung oder ist es ein Problem der Engstündigkeit der Eltern, der Community? Und da sehe ich zum Beispiel bei vielen muslimischen Frauen eher die Sorge, dass sie ein Tabu brechen, weil es in der Mehrheit nicht akzeptiert ist, dass Frauen sich auch in diesem Bereich weiterentwickeln. Und da komme ich zu dem Punkt, dass man sagen kann, dass dieser Konflikt... Den finden wir bei ganz vielen Gruppen. Die finden wir bei Katholiken zwischen, also wenn beispielsweise eine katholische Frau gesagt hat, ich möchte einen protestantischen jungen Mann heiraten, war das ein Problem. Wir haben das äh, auch durchaus bei jüdischen Frauen, weil der, das Judentum über die Mutter übertragen wird. Also wird es halt, ähm, in dem Kontext ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Dann kann sich eine Frau irgendwie auch einen Christen nehmen, aber ist es auch nicht immer wohl gesehen. Das heißt, man kann Synergien ähm, aufbauen und dementsprechend auch es schaffen, sich eben diesen Vorwurf nicht anhören zu müssen. Du sprichst so, dass es beispielsweise Rechtspopulisten gegen dich verwenden. Okay, das, das, das sehe ich ein und ich ähm, denke, dass du da auch einen wichtigen Punkt machst und ich versuche dich da in der Sache auch nochmal wiederzugeben und zusammenzufassen und du kannst mich da gerne korrigieren, falls ich das falsch mache. Also der Blick auf die Sozialisierung einzelner Menschen ist der entscheidende Punkt, um ihre Einflussnahme auf ihre Mütter, Frauen, Cousinen und sonst die weibliche Verwandte oder vielleicht auch Männlich. Freunde auch die oder auch die männlichen untereinander zu haben. Das heißt letztendlich der Prozess ist auf die soziale Verflechtung und dessen was dort tradiert wird in den unterschiedlichen Herkunftsländern oder vielleicht auch hier vor Ort das ursprüngliche Problem in dessen wie sich letztendlich dieser patriarchalische Gedanke äh, weiter ausleben lässt und weiter fortgeführt wird und dies muss losgelöst werden von einem Verständnis einer Religion das so dessen nicht bereithält. Diese Vorstellung. Habe ich dich da ungefähr? Ja, aber, sie, natürlich. Gibt, nee, nee, ist es richtig. Ich wollte nur auf den Punkt der Religion eingehen, dass natürlich die traditionelle Auslegung eine patriarchale ist. Also, die lässt sich auch nicht negieren. Die ist, das ist einfach die so. Die traditionelle Auslegung. Genau, die traditionelle genau. Auslegung, die, die Mehrheit der Muslimen. Und Musik, an dem erlebt. Punkt würden ja auch viele Kritiker dann einsetzen und sagen, okay, ich meine, Abdel Summit ist ja bestimmt sicherlich einer mhm. der, der prominenteren und kommt dann auf, theologisch oder vielleicht auch vermeintlich theologischer Ebene an und sagt dann, hier und da darf der Mann die Frau besteigen, hier und da darf der Mann die Frau bestrafen oder wie auch immer letztendlich die Auslegungen sind. Und führt das dann an und sieht das als inhärentes Problem des Islams an. Und dort spielt er nicht auf die Sozialisierung an, er spielt nicht auf eine kulturelle Verknüpfung oder Aufwachsen einer Person. Wie würdest du denn dem entgegnen? Also ich meine, gibt es da, kann man dem entgegnen oder wie würdest du darauf reagieren dann? Ja, das Spannende ist, dass er ja letztendlich auch eine, 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 einen Blick auf die Religion wirft. Wir werden ja später ähm, auch über den liberalen Islam sprechen. Ähm, er reduziert natürlich die Religion auf eine bestimmte Lesart. Und ähm, wir haben ja auch gerade gesagt, dass ähm, der Islam auch eine patriarchale Religion ist. Das ist erstmal so, das kann man jetzt auch nicht äh, negieren. Die vier Rechtsschulen, auch der Schi das Schiitentum, ähm, über Jahrhunderte hinweg ist es eben patriarchal ausgelebt worden. Ähm, aber es gab immer in der Geschichte des Islam Frauenfiguren die durchaus inspirierend sein können für junge heutige Frauen, die ich auch in meinem Buch versuche ähm, auch darzulegen und sichtbar zu machen. Und es gab immer Gelehrte, die auch sich durchaus mit der Rolle der Frau innerhalb dieser Religionsgemeinschaft auseinandergesetzt hat. Und hier wird es natürlich dann auch für Hamid Abdes ein bisschen schwierig, weil er auch das natürlich nicht negieren kann. Und dementsprechend kann man ihm natürlich dann entgegnen: Ja, das ist eine Sichtweise, eine durchaus traditionelle Sichtweise. Aber es gibt eben auch andere Stimmen, andere Auslegungen und auch die Gelehrten haben sich immer, äh, wenn sie sozusagen äh, um die Positionen äh, gestritten, gehandelt haben, haben sie eben am Ende auch immer Allahu'alim, Gott weiß es besser, sozusagen äh, sind sie zu dem Schluss gekommen. Das heißt also das Ringen über die Religion des Verständnisses und auch die Bedürfnisse der Frauen auch mitzudenken, also dass Männer über, 100, äh, über Jahrhunderte hinweg nicht nur das, den Islam, sondern auch das Christentum und das Judentum äh, interpretiert haben. Ist ja kein Wunder, dass wir das Ergebnis haben, was wir haben. Aber sie sind, die Gläubigen sind ein Teil dieser Religion und an ihnen liegt es eben über die Religion nachzudenken, über die Religion zu streiten. Und dementsprechend kann ein Hamad Abdel Samad das äh, so formulieren, aber auch er muss akzeptieren, dass man ihm etwas entgegnet. So, und auch Dinge offenlegt, dass man eben sagen kann, dass auch das Thema der Steinigung, wenn wir jetzt beispielsweise über der Scharia sprechen, äh, und von der Steinigung sind weltweit meistens immer Frauen ähm, oder viel oft äh, Frauen äh, betroffen, weil wenn es um äh, Ehebruch geht, dann ist das komischerweise immer nur die Seite der Frau, die offensichtlich verführt hat. Das hat aber auch so ein bisschen mit dem Blick auf die Frau an sich zu tun. Frauen werden meistens sozusagen als fitner wahrgenommen, Frauen, die sozusagen aufgrund ihrer Weiblichkeit sozusagen Unruhe stiften. Es gibt Überlieferungen, die sagen, wenn man einer Frau die Führerschaft ähm, überlässt, dann ist sozusagen das Unheil nicht weit. Aber es gibt eben auch viele andere, die ganz anderen Blick auf Frauen haben. Und wir haben eben auch in der Geschichte durchaus auch Frauen, äh, die eben sehr selbstbewusst ähm, da waren, existent waren. Allein die Frauen innerhalb äh, der Urgemeinde des Propheten äh, sind ja durchaus autarke Frauen gewesen. Aber auch da muss man hinzufügen, dass es Frauen waren, die in einer vorislamischen Zeit ähm, sozialisiert äh, sind, die sehr stark auch material orientiert war. Es gab keine wirklichen Rechte für diese Frauen, aber sie konnten sich tatsächlich in vielen Punkten ähm, selbstbewusster bewegen, wenn sie einer bestimmten sozialen Kaste angehörten. Aber wir sehen in diesem Kontext, dass das eben ein Blick auf die Religion ist und ein einseitiger. Und er zeigt natürlich, wenn man die Lebenswelt sich anschaut um uns herum. Und ich habe das ja gerade auch so ein bisschen ähm, dargelegt, dass auch die Vielfalt an weiblichem Leben im muslimischen Kontext ja auch vielfältig ist. Also es gibt eben nicht das muslimische Leben, wie es auch nicht die Kopftuchfrau gibt oder das Kopftuchmädchen. Auch diese Frauen sind sehr äh, divers und äh, jede einzelne hat ihre persönlichen, privaten Kämpfe auszutragen und Sie tragen sie in erster Linie vor allem in der Community und in der Familie aus. Und erst dann kommt die Religion ins Spiel. Und wenn ich noch einen Punkt hinzufügen äh, darf, es gibt ja seit einiger Zeit die Bewegung des sogenannten Gender-Jihad, also diesem islamischen Feminismus, wo sich Frauen selbstbewusst hinstellen und sagen, über Jahrhunderte hinweg haben Männer die Religion interpretiert und wir möchten eine geschlechterneutrale, wir möchten Geschlechtergerechtigkeit mit den theologischen Texten deutlich machen, wo es deutlich zu machen ist. Weil es gibt nun mal Auslegungen oder eben auch Aussagen, ähm, die vielleicht eben nicht das unterstützen oder eben auch in vielerlei Hinsicht, was zum Beispiel die hadisse die Prophetentradition und Aussprüche angeht, natürlich ein bisschen viel Widersprüchlichkeit auch existent ist. Da fällt mir jetzt äh, weil noch etwas ein. Du hast ja jetzt schon über Feminismus, über Islam, äh, muslimischen Feminismus äh, viel gesagt. Islamischen Feminismus. Islamischen Feminismus. Und jetzt kam mir der Gedanke, gibt es eigentlich eine, eine konfessionsübergreifende Phalanx der Feministinnen, weil ich als, ich als Atheist würde ja sagen, oder als Agnostiker würde ja sagen, möglicherweise ist Religion an sich das Problem, dass hier ja tra äh, gewisse Traditionen, gewisse Narrative überliefert, die… Vielleicht Gleichberechtigung für unmöglich. Und du hast ja schon sehr starkes Plädoyer dagegen gehalten, dass es eben auch Vorbild, weibliche Vorbilder in islamischen Überlieferungen gibt, die Vorbilder für junge starke Frauen sein können. Jetzt, du kannst uns das sicher sagen. Gibt es so eine, gibt es so eine Phalanx unter den Feministinnen vielleicht oder den den Frauenaktivisten in Deutschland oder bekämpft man sich da eher? Also ich mir fallen jetzt spontan ähm, mir fällt zum Beispiel alles Schwarze ein, eine so der alten mhm. der alten Garde, wo man das Gefühl hat, die schießt eigentlich eher gegen Muslime, als dass sie da versucht, vielleicht jetzt eine, einen groben Feminismus zu fördern oder zu unterstützen. Mhm. Also Feminismus setzt sich ja erstmal für die ähm, Aufhebung von Ungleichheit und, und also sozusagen von, von Benachteiligung auf und natürlich auch unter den Geschlechtern. So Das ist erstmal sozusagen die, die große Agenda des Feminismus. Und es gibt ja verschiedene ähm, sozusagen äh, Richtungen, also wie zum Beispiel den islamischen Feminismus, der ja recht jung ist. Dann gibt es aber eben auch den christlichen Feminismus oder eben auch den jüdischen. Und das sind vor allem ähm, Feministinnen und diese natürlich auch sehr stark ähm, sozusagen auch in, im Diskurs. Und im Streit auch mit den, sagen wir mal, nicht-religiösen Feministinnen, worunter ja auch sehr viele Agnostikerinnen, aber eben auch Atheistinnen sind, weil sie eben, wenn man die erste Riege der feministischen Bewegung sich anschaut, ist natürlich viele Frauen waren, die natürlich klar auch sich gegen die Religion gestellt hat, weil natürlich die Religion, wenn wir von den monotheistischen Religionen sprechen, es sich eben um Patriarchale handelt und da wird es natürlich schwer zu sagen, das geht zusammen. Und das wird jetzt spannend. Eine islamische Feministin beispielsweise kann keine Feministin sein, wenn sie an der patriarchalen Auslegung festhält. Das geht nicht zusammen, weil natürlich die, also der Feminismus bekämpft Ungleichheit und un, also sozusagen die, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und dass man sagt, Frauen haben diese Rolle, Männer haben diese Rolle, und, und dann kommt jemand und sagt, ich stehe aber für diese patriarchale Idee. So. Das geht ja nicht zusammen. Aber was eben der Unterschied ist, dass ja diese Frauen eine feministische Agenda haben. Also sie sagen, wir wollen uns eben für Gleichberechtigung einsetzen. Wir wollen, ähm, wir wollen Benachteiligung in der Gesellschaft aufheben. Und das heißt, wir blicken mit unserem feministischen Blick auf die Religion und versuchen mit den Schriften, mit dem Koran in diesem Fall auch, zu schauen, welch, wie könnte man das eben auch anders lesen? Also weil es ist eben eine Lesart, die männlich dominiert ist. Und wenn wir jetzt von den äh, Offenbarungen äh, ausgehen, gibt es eben Offenbarungen, die sehr undeutlich sind. Also wenn wir jetzt noch mal auf das Thema bi-religiöse Partnerschaften noch mal eingehen, der Koranvers besagt letztendlich nur, dass die, dass die, Männer sozusagen die Christinnen und Jüdinnen heiraten dürfen, also Frauen des Buches, keine Monotheistinnen. Und der Satz beendet oder endet beim, bei diesem Koranvers, dass man die eigenen Töchter nicht an die Polytheisten verheiraten sollen. So. Und daraus haben dann Gelehrte gesponnen, auch keine Christen und keine Juden, so also alle. Sie sollen einfach nur Muslime heiraten. Politisch gesehen hat das sogar auch eine ganz gute, hat das eigentlich auch einen ganz guten Nebeneffekt, weil man bekommt unheimlich viele junge Männer oder auch ältere Männer dazu, zum Islam zu konvertieren. Und auch weil natürlich der Islam auch immer eine politische ähm, Religion war, auch eine, die sehr stark auf Expansion aus war. Das lässt sich aus der Geschichte nicht leugnen. Ähm, ich Angst, wenn du das sagst. <laughs> Nein, es ist ja einfach ein Pragmatismus für eine für einen für eine Religion, die in einer Zeit ähm, sozusagen entstanden ist, wo es ähm, sagen wir mal vielen Feldherren auch darum ging, ähm, sozusagen auch ähm, sozusagen Regionen, ähm, sagen wir mit der mit der Religion Islam auch zu beglücken. Äh, an manchen Stellen glückte es vielleicht auch weniger aggressiv, aber an vielen Stellen dann eben auch doch. Und ähm, und da wird es natürlich dann äh, spannend, dass man natürlich dann sagt, okay, wie können wir dann diese ganze Debatte auch ein bisschen ähm, kurz halten? Und dann mach, interpretieren wir das halt in diese Richtung, weil dann haben wir auch diese ganzen kleinen Differenzierungen ja nicht mehr. Wir merken ja in unserer heutigen Gesellschaft, wie Anstrengung Differenzierung ist. Und ähm, in der Zeit, im 8., im 9. Jahrhundert, und man kann es immer weiterspringen, ähm, da waren wir in sozusagen in der Form der Differenzierung noch gar nicht so weit. Also der PC gab es in der Form auch noch nicht. Also insofern ist das irgendwie eine total äh, Clevere, ähm, sagen wir mal, Schlussfolgerung kann ich sogar nachvollziehen, aber sie ist eben nicht fair und sie ist eben nicht auf Gleichberechtigung aus. Und dementsprechend können Frauen, die muslimisch sind, ähm, sehr wohl auch islamische Feministinnen sein, aber sie können es eben nur dann sein, wenn sie eben wirklich ähm, sozusagen diese Agenda fahren. Ähm, gleichberechtigung zu fördern und das eben durchaus auch mit den religiösen schriften deswegen unterscheide ich auch sehr stark oder generell die bewegung auch zwischen muslimischen und islamischen feminismus weil ähm, muslimische feministinnen brauchen keine religion um feminismus äh, oder gleichberechtigung zu fördern also man ist muslimin oder frau ist muslimin und sucht für sich den bestmöglichen weg ihrer eigenen entwicklung und achtet auf ihre Bedürfnisse und versucht, die Bedürfnisse so ähm, zu erspüren und zu leben, ohne dass sie natürlich andere Frauen oder Männer oder ähm, andere Geschlechter sozusagen tangiert oder eben benachteiligt. Eine islamische Feministin hat aber einen Auftrag. Sie sagt, ich will diese Religion irgendwo auch weiblicher machen, ich will sie fairer machen. Und das kann ich absolut verstehen, dass es da für viele muslimische Frauen auch ähm, ein heißes Eisen darstellt, weil es dann bedeutet, mit der ja, mit der, mit der, mit den, mit den Gelehrten, mit den, mit der, Jahrhundertealten, tradierten Traditionen auch durchaus zu brechen. Und eben nicht, wenn wir über den Vers des Schlagens sprechen, dann nicht irgendwie so drumherum zu manövrieren, ja, aber damit ist eigentlich die Zahnbürste gemeint oder dann, ich nicht, dann hat der Mann vorher Knoblauch gegessen und pustet ihr dann so die Knoblauchfahne ins Gesicht, um ihr jetzt mitzuteilen, dass sie sich irgendwie nicht gut verhalten hat, was auch immer. Also schon auch das ist ja eine Maßregelung. Also selbst wenn er irgendwie äh, sie nur anstupsen würde und sagen, du, das war jetzt aber irgendwie nicht gut und dementsprechend meide ich dich jetzt drei Tage im Ehebett. So, die Option hat die Frau beispielsweise umgekehrt nicht. Also insofern merkt man da, welchen Blick hat man auf die Religion und wenn man sagt oder wenn Frau sagt, so, jetzt sind wir dran, ähm, auch diese Religion für uns ähm, zu lesen, aus unserer Warte, mit unseren Bedürfnissen und da auch, auch Antworten einzufordern, auch Gelehrte heute erklären zu lassen, warum soll diese Interpretation heute noch gelten. Stichwort Erbrecht. Und da kann man zum Beispiel, ich finde, das Thema Erbrecht das ist eigentlich ein ganz schönes Thema, um auch deutlich zu machen, dass deswegen ist ja auch eine meiner Thesen im aktuellen Buch. Emanzipation im Islam, dass ich sage, dass muslimische Frauen, was die Emanzipation angeht, eigentlich eine, eine viel bessere Ausgangslage haben als beispielsweise Christen oder Jüdinnen, weil es durchaus Ansätze gibt innerhalb der Religion Islam und vor allem in der Scharia, die sich ja wirklich sehr stark mit ähm, rechtlichen Fragen ähm, im Zusammenleben mit Männern und Frauen ja auch äh, befasst hat, dass man da den Geist sieht, den Geist Frauen gegenüber. Zum ersten Mal wurden Frauen mitgedacht. Sie haben ein Anrecht auf die Erbmasse bekommen. Die Erbmasse ist in vorislamischer Zeit immer in die Familienhand des Bruders gegangen, der Frau. Das Geld ist zwar da, aber der Mann, der Bruder hat den Blick drauf. Und plötzlich hat sie ein Anrecht auf eigenes Eigentum wenn sie vom Vater, von ihrem Ehemann erbt. Sie wird, ähm, es werden die, die Stillzeiten organisiert, das, das Unterhaltsrecht, wenn sich Paare trennen. Es gibt keine Mitgift, sondern eine Brautgabe, über die die Frau selbst verfügen kann. Frauen, die in irgendeiner Form erwerbstätig sind, behalten die Einnahmen für sich. Sie müssen sie nicht in die Familienkasse mit einbringen. Und das heißt, wir haben einen Geist, der Frauen zugewandt ist und eben nicht die Frau nur sozusagen als, was weiß ich, ähm, ähm, als, als Bedienstete, wie es beispielsweise der Gelehrte Al-Rasali gerne hat. So, nach dem Motto, reich, äh, heirate sie jung und forme sie nach deiner Hand. Also, also ich fasse, ich fasse zusammen, also für alle religionskritischen Menschen oder die religionsskeptisch gegenüberstehen, die Botschaft, dass die, der wirklich progressive Feminismus dann im islamischer Feminismus ist. Also, wo wirklich radikal gebrochen wird und, äh, Wo man wahrscheinlich brechen muss. Äh, brechen muss. Äh, also, es, eine, es fällt mir ein bisschen schwer vorzustellen, aber wie gesagt, das ist meine persönliche, es, Sicht der Dinge ähm, aber ich finde auf jeden fall den punkt interessant dass du das hier so herausstellst, dass das eigentlich die wirklich progressiven sind also ich finde das ist ein, ein spannender gedanke weil in meiner in meiner welt noch und ich noch damit groß geworden bin äh, ich bin 85 geboren eben mit diesem Gedanken dass religionen eigentlich jetzt immer so immer weiter zurückgedrängt werden und noch so eine nette so ein nettes Anhängsel sind aber du argumentierst ja ganz stark aus einer religiösen überzeugung und und religiösen ähm, Regelungen und du sagst ja mit, nicht gegen sie, sondern mit diesen Regeln. Also das Werkzeug ist da, um einen Fortschritt zu erreichen, um Zustände zu verbessern, um Zustände egalitärer zu machen für Frauen. Das ist das ist das ist für mich die spannende These. Ich würde ganz gerne, wenn wenn du einverstanden bist, Basel. ich, ich hätte noch einen letzten Punkt, aber dann ich, dann, mich ma dann, dann mach den schnell. Okay gut. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass gerade in Bezug auch ähm, das Thema Frauen, Frauen im Islam ähm, dass es da eine gewisse Missbrauchsfunktion gibt. Das heißt, in dem Fall rechte Gruppierungen, islamkritische Bewegungen, die das Thema Feminismus für sich entdeckt haben, um letztendlich eine Agenda voranzutreiben, die alles andere als versöhnlich ist, oder alles andere als mh, Frauen im Blick habend ist und mehr eigentlich eine ganze Gruppierung nach hinten schieben will hast du das Gefühl, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen, dessen wie das missbraucht wird, weil das einzige, was mir da einfällt, und ähm, das ist zwar jetzt nicht zwangsweise das Gleiche, aber ich muss immer an an äh, den Afghanistankrieg zurückdenken. Habe ich auch gerade im Kopf. <laughs> und äh, da wurde eine Agenda gerade von der Bush-Administration gefahren, dass man die Frauen liberalisieren muss, Frauen befreien muss, und Frauen von der Unterdrückung und von ihrer Alphabetisierung oder oder äh, also von ihrem... Unfähigkeit, überhaupt eigenständig sein zu können, sowohl in der Arbeitswelt als auch in der normalen gesellschaftlichen Welt, irgendwie befreien zu müssen. Und als man dort war und als man einmarschiert ist, hat man sich wirklich einen feuchten Dreck dafür interessiert, was die Frauen letztendlich machen. Man hat nichts bewegt, man hat nichts vorangetrieben. Und dass es gewisse Vorwände teilweise auch gibt, nur um halt eine gewisse Strömung oder eine gewisse Bewegung oder eine Menschenmasse letztendlich zurückzudrängen. Ist das, hast du das Gefühl, dass es das hier der Fall ist? Absolut. Und deswegen ist es sowas von wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, wirklich in der Breite. Ich beschreibe in meinem Buch auch, es gab, das ist gar nicht mal etwas unserer Neuzeit mit Afghanistan, wenn wir an Ägypten denken, unter britischer Mandatsherrschaft damals. Es gab da einen Lord Cromer, der sich auch in Ägypten ganz stark gemacht. hat hat für die Frauen, ähm, vor allem, dass die Frauen sich ent... Ähm Entschleiern sollte. Man hat das sehr öffentlich auch gemacht, dass die Frauen sozusagen auf Podeste gestellt worden sind. Man hat sie befreit, indem man sie entschleiert hat. Mit der Frauenbildung hat das aber nicht so genau genommen. Und das Interessante, dass Lord Cromer zwar in Ägypten sich ganz doll für die muslimischen Frauen eingesetzt hat, und ich mache das hier mit äh, Ausrufungszeichen, weil man es leider jetzt gerade nicht sehen kann, ähm, aber in Ägypten äh, sich in der Mans League ähm, engagiert hat und die Mans League hat sehr stark gegen die Suffragettenbewegung gekämpft. Und da merkt man natürlich sehr stark, dass, ist dieses, äh, dass dieser Missbrauch von Frauenemanzipation durch die Zeiten hinweg existent war. Nichtsdestotrotz, und deswegen lasse ich diese. Sieben, kannst du das kurz erklären? Die Suffragetten, was damit, ich weiß das zum Beispiel nicht. Achso, es gab in, in Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts eine Frauenbewegung, die sogenannten Suffragetten, die sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Also in Europa war es ganz lange gar nicht üblich, dass Frauen wählen durften. Und diese Frauen haben das mit Bitterblut Blut und, und wirklich mit dem Tod teilweise auch bezahlen müssen. Viele Frauen haben demonstriert, wurden ins Gefängnis, werden vergewaltigt. Also Vergewaltigung ist auch ein, eine, ein, nicht nur eine Kriegswaffe, ähm, sondern eben auch eine Möglichkeit, ähm, um vor allem sozusagen auch die Familien unter Druck zu setzen. Also die, der Gedanke, dass Frauen entehrt sind, ähm, indem sie vergewaltigt worden sind. Ähm, was dazu führt in bestimmten ähm, Gruppierungen, wenn wir das heute beispielsweise bei bestimmten Gruppierungen im, im Kontext des, äh, des Ehrenmords, sogenannten Ehrenmords sehen, dann finden wir wieder auch in der Historie in Europa genau dasselbe Narrativ. Also, dass Frauen, wenn sie in dem Moment ähm, sozusagen sexuell bedrängt worden sind, dann ist, geht eigentlich die Schuld von ihnen aus, weil in dem Fall der Suffragetten könnte man sagen, warum geht ihr dann auch auf die Straße? Was wollt ihr denn das Wahlrecht? Setzt euch bitte zu Hause hin, näht weiter eure kleinen äh, Blüsten, und bestickt irgendwelche äh, Stoffdecken und seid ruhig. Und diese Frauen haben aber gesagt: Nein, uns steht dieses Recht genauso zu. Und dementsprechend haben sie sich engagiert ähm, über viele ähm, Jahrzehnte hinweg. Ähm, das war alles sehr mühsam. Und ähm, wie gesagt, der Lord Cromer hat sich da eben äh, sehr engagiert auch dagegen gestellt und war ja ein sehr einfallsreicher Mann und hat aber auf der anderen Seite sozusagen sozusagen im Orient versucht sich eben als großer Frauenversteher, Frauenvorkämpfer darzustellen und da merkt man natürlich eine Doppelzüngigkeit und man merkt natürlich auch da eine Instrumentalisierung der Frau, wie es umgekehrt genauso bei islamistischen Gruppierungen stattfindet. Also wenn wir beispielsweise uns die Argumentation von Islamisten pro Verhüllung der Frau, es sei angeblich ein Schutz nur der Frau, die Frauen sollten lieber zu Hause sein, Frauen können kein Richteramt äh, bekleiden, weil sie ja ständig irgendwie aufgrund ihrer PMS-Störung äh, nicht in der Lage sind, äh, Urteile zu treffen, ähm, gibt es alles, also in der verrücktesten Art und Weise äh, mittlerweile und das hat mich tatsächlich auch bei meinen Recherchen sehr schockiert. Das Thema Genitalverstümmelung betrifft mittlerweile auch ähm ethnische Gruppen, wo die Genitalverstümmelung tatsächlich nicht kulturell bedingt ist. Also wir haben Länder wie in Ägypten, Somalia, äh Eritrea, wo man einfach eine vorislamische Prägung hat ähm, und das sozusagen mit den kulturellen Riten durch die Islamisierung einfach ja, miteinander eins und eins gegangen ist. Es gibt einige ähm, Rechtsschulen, die das empfehlen, andere ähm, als Muss oder auch als Empfehlung aussprechen und im Grunde genommen sind es eigentlich nur die Hanifiten, die sagen, lasst es. So. Also von daher merkt man auch hier mittlerweile, dass es Prediger gibt, vor allem aus dem salafistischen Spektrum, die sich dafür einsetzen und auch immer dann mit der Argumentation des Wohles der Frau, weil sie sich natürlich damit auch vielleicht durch ihre Libido in irgendwelche ähm, unvorteilhaften Situationen bringt und damit nicht nur sich schadet, sondern gleich der Familie und der ganzen Umma, also der islamischen Gemeinschaft. Also wir sehen die Argumentation, dass man sich für Frauenrechte einsetzt werden von vielen verschiedenen Gruppen instrumentalisiert und die gibt es auf jeden Fall auf der westlichen rechtspopulistischen Seite absolut mittlerweile gibt es auch ähm, rechtspopulisten rechte Gruppen die sich mit Israel solidarisieren und ähm, rechte Gruppen sind per se antisemitisch also wenn man sich die ähm, Schriften anschaut wie sie argumentieren sie argumentieren vielleicht nicht mehr offen antisemitisch indem sie von äh, der Jude ist sozusagen äh, für alles Unheil in der Welt zuständig man spricht dann von äh, der Weltkapitalist vom Weltkapitalismus, Kapitalismus und versucht dann eben dadurch sozusagen den Antisemitismus wieder zu schüren ähm, und solidarisiert sich dann eben mit Israel, weil man sich dann wiederum gegenüber die Palästinensern Schrägstrich Islam, Muslime, Scharia und man kann es noch weiter äh, stricken, positionieren kann. Aber es geht diesen Leuten natürlich nicht um die Sache, sondern einfach darum, ähm, Gruppen zu instrumentalisieren für ihre Sache. Und da mache ich noch einen ganz kleinen äh, Ausflug zum Thema Feminismus, weil wir natürlich sehr, sehr lange ähm, einen europäischen Feminismus hatten, also dass die Frauen und Mädchen ähm, von Nachkommen von Einwanderern. Und wenn wir jetzt von muslimischen Gruppen sprechen, dann sind das lange Frauen gewesen, die gar nicht stattgefunden haben. Also der Feminismus, man spricht dann immer gerne vom weißen Feminismus, war sehr in sich geschlossen so und man hat natürlich dann immer im Kontext der der Frauenbefreiung äh, weil wir eben bestimmte Probleme in bestimmten Gruppen haben ethnischen Gruppen oder religiösen Gruppen äh, dass man dann immer dazu geneigt hat, immer zu sagen ich wir erklären euch mal wie ihr als muslimische Frau euch zu emanzipieren habt und die haben vielleicht auch einen Blick auf diese Emanzipation und andere können es einfacher und schneller und andere und jetzt kommen wir wieder auf den islamischen Feminismus Andern fällt es einfacher, sich zu emanzipieren, wenn sie ein religiöses Rüstzeug haben, wenn sie sagen können, ich kann das machen, weil diese Sure, diese... Frauenfigur im Islam hat das vorgemacht. Dementsprechend bin ich sogar noch meiner religiösen Tradition irgendwo noch verbunden und ähm, ähm, kann mich dann, kann dann auch innerhalb meiner eigenen Community mich besser emanzipieren. Also die Instrumentalisierung haben wir an ganz, ganz vielen Stellen und ähm, die gibt es sozusagen in feministischen Gruppen. Wir haben das mit der Islamkritik, wenn wir beispielsweise an die ähm, Islamkritiker Najla Kellec denken, die sehr pauschalisierend ist und auch da wie ein bisschen wie äh, Hamed Abdel Samad auch einfach irgendwie das sehr. Ähm, ja, überspitzt, runterbricht. Und dann steht man da irgendwie so wie bestellt und nicht abgeholt und denkt dann, okay, wo fangen wir denn jetzt da an? Weil da gibt es dann ganz viel erstmal aufzuklären. Und jetzt haben wir eigentlich erst eine Zeit, wo wirklich viele Frauen langsam auch teilnehmen am Diskurs, die selbst muslimisch sind, die selbst einen Migrationshintergrund haben und endlich tatsächlich diese Lebensvielfalt, und das war ja damals auch bei meinem Frauenmagazin mehr ja ganz wichtig, diese Vielstimmigkeit hörbar zu machen, sichtbar zu machen, diese verschiedenen Lebensgeschichten aufzuzeigen und zum einen natürlich, ähm, Nachkommen von Migranten deutlich zu machen, hey, ich stehe mit diesem Bedürfnis oder mit diesem Blick nicht alleine da, also von meiner Sorte gibt es noch ganz viele, und ähm, deutlich zu machen, welche Themen tangieren uns eigentlich neben denen, die, die andere auch tangieren. Jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Wir würden gern mit dir über die Islamkonferenz sprechen. Du warst von 2010 bis 2013 dort Mitglied und wir würden ja vielleicht zum Einstieg gerne von dir erfahren, was deine Rolle dort war und dann sprechen wir vielleicht auch ein bisschen darüber, so wie du das Ganze bewerten würdest oder was dein Fazit aus der Sache ist. Genau. Ähm, die Islamkonferenz ist ja so in drei Teile mittlerweile aufgeteilt. Das ähm, hat äh, viel, also es hat eigentlich vor allem damit zu tun, weil äh, die Islamkonferenz äh, in jeder Legislaturperiode neu entschieden wird. Also wird sie weitergeführt oder nicht? Und ähm, die erste Runde hatte auch ein, war auch ein bisschen anders strukturiert. Es gab viele Arbeitsgruppen und ähm, da wurden auch viele externe äh, mit einbezogen in den Arbeitsgruppen. Aber es gab einen festen Kreis, nämlich von den ähm, ja, bekannten Islamverbänden oder Islamvereine, die auf der einen Seite sozusagen als organisierte ähm, Muslime oder als organisierte Muslim-Islam ähm, sozusagen an den Tisch äh, mit der Regierung teilnimmt. Und dann ähm, gibt es zehn Einzelpersonen die sozusagen all jene Muslime vertreten, die nicht organisiert sind. Und das ist ein bunter Strauß. Ähm, wobei man sagen muss, in der ersten Runde waren auch viele ja sogenannte Islamkritiker auch dabei. Ähm, dementsprechend war auch die erste Runde sehr stark medial auch ähm, präsent. Ähm, Im Gegensatz zur zweiten, ähm, wo ich dann eine Rolle gespielt habe, von 2010 bis 2013. Ähm, wo ähm, eigentlich bis auf Hamad Abdel Samad und meiner Wenigkeit so eigentlich die einzigen waren, die ein bisschen bekannter waren. Um, alle anderen waren vor allem Wissenschaftler, äh, Theologen. Und auch da gab es eben dann äh, einige Verbände. Und ähm, genau, und jetzt gibt es eine dritte Runde, ähm, wo eigentlich nur noch die Verbände ähm, teilhaben. Und da geht es aber viel auch so um Wohlfahrtsthemen. Ähm, da gibt es auch immer noch so gewisse Einzelpersonen, die immer mal wieder sozusagen als Sachverständige mit einbezogen werden, ähm, aber fest am Tisch mit dabei sind in, in, in der Form jetzt eigentlich nur noch die Verbände. Es gibt auch kein großes Plenum mehr in der Form, wie wir das auch noch aus der Vergangenheit kennen, wo eben auch die Presse eingeladen wird. Und wer, en Statements wer entscheidet denn, wer eingeladen wird? Nur der Bundesinnenminister? genau also das ähm, innenministerium in erster linie das ist ja sozusagen der äh, gastgeber es ähm, ähm, sind auch viele andere ministerien wie das bildungsministerium ähm, aber eben auch die kultusminister und so weiter sind auch mit dabei einige ähm, bundesländer und dadurch, dass eben sozusagen das Innenministerium eben auch der Gastgeber ist, bestimmt auch so ein bisschen die Agenda, auch die Themenaufbereitung und die Schwerpunkte auch. Und ich kann zumindest aus der zweiten Runde sagen, dass das Innenministerium aber sehr wohl auch sozusagen ja, Vorschläge für Themenbereiche, die erweitert werden sollen, auch aufgenommen hat. Also ich war in zwei Arbeitsgruppen oder zwei Themenbereiche, die man bearbeitet hat, nämlich einmal Extremismusprävention und Geschlechtergerechtigkeit. Und bei der, bei der Arbeitsgruppe, wo es um die, um, wo es um den Extremismuspräventionspart ging, ähm, hat man natürlich sehr viel Blick auf Islamismus und, ähm, ja, Extremismus gelegt. Ähm, und das Thema Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit war nicht so auf der Agenda. Und das haben dann auch einige dann sozusagen als Wunschthema, ähm, artikuliert und dann wurde das auch auf die Agenda mitgesetzt und wurde dann auch genauso diskutiert. Also man also meine Wahrnehmung war tatsächlich so, dass auch auf der Regierungsseite man da durchaus auch auf die Verbände zugegangen ist und auch auf die Einzelpersonen, wenn es da eben Bedürfnisse gab zu sagen, wir haben diese Themenbereiche, die sollten wir hier auch noch mal berücksichtigen, dann äh, wurde das auch gemacht. Also ich habe das ähm schon sehr offen auch empfunden. Ja, vielleicht auch gezwungen sein, weil gerade am Anfang, wie du gesagt hast, wo sehr viele Islamkritiker dabei waren, lief das Ganze ja auch Gefahr, auseinanderzufallen. Viele Verbände waren nicht mehr bereit, sich an den Tisch zu setzen mit den Leuten, die dort vertreten waren und auch über die Themen zu reden, die dort präsentiert worden sind. Also vielleicht war da auch ein gewisser Lernprozess seitens des Ministeriums oder der Ministerien gegeben und der Leute, die auch dafür zuständig waren, die Komposition der ähm, der Tischteilnehmer oder der Teilnehmer ähm, zusammenzusetzen. Und äh, ich denke, dass das vielleicht auch ein Schwerpunkt war, letztendlich zu schauen, wir müssen auch berücksichtigen, was wollen die Leute, die eigentlich dort eingeladen sind. Und äh, wie kann man dann auf eine, sagen wir, auf einen einheitlichen Kurs kommen? Und wie war da deine Erfahrung? Was waren die Dinge, die man äh, an der Stelle dann richtig gemacht hat, dass man das Gefühl hat, dass das Ganze nicht mehr die latente Zersprengungsgefahr besitzt, sondern dass man das Gefühl hatte, man findet letztendlich wirklich. Hier einen gemeinsamen Weg. Also was, was waren die richtigen Schritte und wo waren die falschen Schritte vor allem mhm. deiner Meinung nach? Also ich glaube, ähm, also die Idee kam ja von ähm, dem damaligen Innenminister äh, Dr. Schäuble, ähm, der einfach auch gesehen hat, der Islam ist irgendwo auch Teil Deutschland. Also bevor Wolf diesen Satz ausgesprochen hat, hatte ihn äh, Schäuble schon ausgesprochen und es gab keinen großen Medien äh, Aufschrei, wie wir es bei äh, dem ehemaligen äh, Bundespräsidenten äh, Christian Wolf erlebt haben. Und später auch der Kanzlerin. Die Du und später auf der Kanzlerin, genau, da hatten sich die Wogen schon wieder <laughs> beruhigt, wahrscheinlich, nachdem der ganze, die, der emotionale Müll irgendwie rausgelassen worden ist, war dann wahrscheinlich gar keine Energie mehr da. Ähm, nee, genau. Also auf jeden Fall war das seine Idee und er hat natürlich da irgendwo auch Zukunftsweide gesehen. Das ist ein Thema, was wir in nächsten ähm, ja, Jahrzehnten äh, einfach äh, auf der Agenda haben werden, weltweit. Das Thema Islam äh, und Westen, aber eben auch ähm, Islam in vielen muslimischen Ländern. Also das, der, der Umgang mit der Religion in vielen, Gesellschaften weltweit ist weltweit ein Thema. Also auch viele muslimische Länder befassen sich mit ihrer eigenen Religion und welche Rolle die Religion in der Gesellschaft und in der Politik spielt. Insofern ist es auch völlig nachvollziehbar, dass es natürlich in Europa und in Deutschland auch ein Thema ist. Und man hat da, glaube ich, so wie ich das so aus Gesprächen und, und auch aus meiner Wahrnehmung feststellen kann, einfach sich erstmal an denen bedient, die da waren. Also auf der einen Seite hat man gesagt, wir setzen uns mit diesen Verbänden, mit den sogenannten Islamverbänden an einen Tisch, ähm, die je nach Organisation mal besser, mal weniger gut organisiert waren, ähm, die einen größer, die anderen äh, kleiner. Und viele von diesen Verbänden sind durchaus auch problematisch äh, in ihrer Agenda, in ihrer ähm, Islamauslegung. Da geht es nicht nur um konservativen Islam, da haben wir es durchaus auch mit islamistischen Strömungen zu tun. Und man hat sich da wirklich als ähm, Institution, als Innenministerium und viele Ministerien hingesetzt und gesagt, die sind Teil dieses Landes, sie agieren und wir holen sie an einen Tisch, damit wir jetzt mal miteinander reden. Was sind eure Bedürfnisse? Was sind unsere? Wie kommen wir hier zusammen in dieser Gesellschaft zu einem Konsens, damit ein friedliches Zusammenleben für alle möglich ist? Weil aber das Ministerium eben auch weiß, dass nicht alle in diesen... Verbänden organisiert sind, braucht man natürlich sozusagen diese andere Repräsentanz Und da hat man sich natürlich an Muslimen orientiert, die in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und wir haben das ja echt ein Fehler gewesen. Ja, die Frage ist halt nur, wo hätte man sie sonst finden sollen, diese anderen Muslime? Man hätte natürlich durchaus sagen können, man geht in die Kommunen, wo auch durchaus in Ausländerbeiräten äh, sicherlich auch aktive Muslime ähm, dabei waren, wobei man auch sagen muss, von diesen zehn ähm, äh, Einzelpersonen in der ersten Runde gab es durchaus auch äh, Pädagogen, äh, Sozialarbeiter, die auch da mitgewirkt äh, haben, weil sie eben diese Prominenz hatten, nicht hatten, haben, hat man sie zum einen nicht äh, wahrgenommen. Viele sind erst durch diese Islamkonferenz. Die, sicherlich auch ein bisschen bekannter geworden durch diesen medialen äh, Fokus, den man da auch ähm, hatte. Ähm, aber die, die tatsächlich am lautesten waren, waren natürlich äh, ja eine Islamkritikerin wie beispielsweise Sidan Attisch, ähm, aber eben auch Saidan Attisch, äh, aber eben vor allem ähm, äh, Najlah Kellec, die ähm, sehr emotional auch gestritten haben. Also man hat sich da auch sehr wüst beschimpft. Also das war, wo man dann Sohn gefragt sich gefragt hat, wo ist da die gute Kinderstube hin? Also man muss da nicht mit jedem irgendwie äh, d'accord sein. Und auch ich habe äh, oft in der zweiten Dekade in der Islamkonferenz manchmal ein Fremdschämen-Flash gehabt, äh, wenn die Verbände sich da irgendwie ähm, geäußert haben und ich dachte so oh Gott, ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. <laughs> das ist so peinlich gerade. Ähm, also aber man kann das ja alles irgendwie gesittet, ähm, die Kritik auch formulieren. Und äh, wenn man das tut, dann nehmen die das auch an, beziehungsweise hören sich das an und denken sich, soll die Olle das erzählen? Ähm, wir fahren <laughs> den äh, Weg, den wir eh gehen wollten. Äh, die Stimme wird schon verstumm verstummen. Ähm, insofern geht, gibt es sicherlich eine andere Art, äh, damit auch umzugehen. Und ich glaube, durch diese Emotionalität, und da kommen wir leider auch immer so ein bisschen auf die eigenen Biografien dieser Frau natürlich auch zu sprechen. Also vor allem Najla Kellec ähm, ist ja auch jemand, die in ihrer eigenen Sozialisation auch gewisse ja, Tiefschläge erlebt hat, die sie wahrscheinlich auch, ähm, sagen wir mal, in ihrer Auseinandersetzung mit dem Islam sicherlich auch ähm, ja, zum Tragen kommt, nicht anders Sadan Atish, wobei bei Sadan Atish würde ich immer noch sagen, dass sie definitiv differenzierter vorgeht als, ähm, als Najla Kellec. Und genau diese. Konflikte, die dort ausgetragen worden sind, sind natürlich auch in die Öffentlichkeit ausgetragen worden. Und das hat natürlich auch das Bild, ähm, das mediale Bild über den Islam und vor allem Frauen und Islam äh, natürlich auch nochmal deutlich gemacht. Und da ist natürlich die Fähigkeit der Rezipienten ganz wichtig, auch zu erkennen, das sind in Anführungsstrichen zwei Fronten, die aufeinander ähm, clashen. Und jede Seite hat sozusagen auch eine Agenda. Also während die Frauen natürlich schon sich für die Frauenrechte einsetzen und das auch ein Anliegen ist, und das möchte ich weder erstmal in der Nejla Kelek noch einer Sedan Attisch absprechen. Und jede für sich hat auch ihre Errungenschaften, auch wenn man mit vielen Dingen mit ihnen auch nicht d'accord geht. Aber sie haben eine Berechtigung, sie haben was geleistet. Und auf der anderen Seite gibt es diese Verbände, die natürlich, wenn wir das Thema Frauenemanzipation in den Blick nehmen, natürlich alles andere als emanzipatorisch sind und auch kein Interesse haben, das voranzubringen. Zu treiben und dementsprechend auch nicht sich irgendwie darauf eingelassen haben. Und in der zweiten Dekade gab es dann einfach auch andere Akteure, also andere Einzelpersonen, Akteure, die vielleicht in vielen Punkten dann doch ein bisschen differenzierter. Also, wir haben ja wie gesagt auch viele Wissenschaftlerinnen. Äh, Dr. Omer, 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 Omerika war beispielsweise auch dabei ähm, und ähm, wie gesagt andere äh, Persönlichkeiten. Die dann natürlich auch gar nicht so das Bedürfnis hatten, groß in die Öffentlichkeit äh, zu drängen. Also, ähm, es war meistens so, dass ähm, bevor die Plenarsitzung getagt hat, ähm, gab es immer den Pressetermin, wo der Minister noch ein paar O-Töne gegeben hat. Ein paar Einzelpersonen wurden an der Tür noch abgefangen. Und äh, dann wurde die Presse rausgeschickt, dann hat man getagt, dann gab es eine Pause. Und dann sind ganz viele bewusst rausgegangen zur Presse. So. Und. Ähm, viele von uns einzelpersonen haben es nicht getan. und dazu habe ich auch gehört, weil ich dachte, okay, jetzt machen wir hier unsere sache und dann gehen wir. und die ergebnisse werden dann ausgetragen. und das hatte man sicherlich eher stärker diesen drang in die öffentlichkeit zu gehen, vielleicht noch mal bei der ersten äh, dekade. bei der zweiten gab es natürlich auch so einige, die sehr stark auch medial äh, dann auch stark wahrgenommen worden sind, weil sie eben auch dieses gespräch dann auch gesucht haben. Ähm, das ist auch legitim. Ähm, aber viele, wie gesagt, dieser zweiten äh, runde waren eben die hatten jetzt nicht unbedingt das große Bedürfnis. Aber trotzdem war für dich dann Schluss 2013. Genau, weil ähm, auch da dann sozusagen ähm, ja eine neue Regierung dann ja sozusagen gewählt worden ist und man sich dann einfach auch ähm, in der dritten Dekade dann auch überlegt hat, eben den Themenschwerpunkt zu verändern. Also während in der zweiten noch viele andere Themenbereiche ähm, auf dem Fokus äh, standen, hat man sich in der dritten aktuellen eben mehr auf die... Ähm, Wohlfahrtsthemen äh, fokussiert und die Wohlfahrtsthemen werden natürlich in erster Linie viel stärker von den Verbänden, ähm, sagen wir mal. Ähm, also, das ist ein Teil ihrer Arbeit. So dementsprechend macht es Sinn, dass sich die Regierung sich da auch mit denen zusammensetzt und schaut, wie kann man da Förderung auch möglich machen, welche Themen sind äh, sinnvoll, über welche Themen spricht man wie, wie ist da die Ausrichtung dieser Verbände. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man bei den Verbänden, und ich hatte das eingangs gesagt, schon auch aufpassen muss, mit wem man kooperiert, weil einige der Verbände nicht interessiert daran sind, ähm, sich mit Gleichberechtigung und einem friedlichen Zusammenleben zu engagieren. Und ähm, da finde ich, ist dann tatsächlich interne Kritik sinnvoller. Ähm, als sie vielleicht sozusagen erst immer in der Öffentlichkeit auszutragen, was natürlich auch legitim ist. Ähm, aber dann haben wir eben diese, dieses Spannungsfeld, das dann immer dann suggeriert wird, alle Verbände, alle Menschen, die in Verbänden aktiv sind, sind per se antidemokratisch, frauenfeindlich und so weiter. Ähm, und das ist ja äh, mitnichten der Fall. Aber viele dieser Akteure haben eben auch nicht die Möglichkeit, ihre kritische Stimme auch in der ja, im Vorstand auch ähm, zum Tragen kommen zu lassen, weil man sie eben auch klein hält. Und da verhält es sich nicht anders als in irgendwelchen anderen Institutionen. Und daraus ergibt sich jetzt gleich so ein ganzer Strauß an Fragen für mich zu der Rolle der Verbände. Vielleicht, vielleicht können wir das so ein bisschen ab, kurz mhm. abarbeiten. Einerseits ähm, habe ich das Gefühl, dass äh, zwei Arten von Debatten ablaufen. Es gibt einerseits die mediale Islamdebatte, seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder vielleicht je nachdem, wo man ansetzt. Und es gibt diese die politische, pragmatische Debatte, zum Beispiel in Form der Islamkonferenz. Und ich habe das Gefühl, und so klang das jetzt auch aus deiner Erzählung und Beschreibung heraus, dass zumindest auf der politischen Seite mit den Verbänden auf Länderebene auch und auf Bundesebene sehr viel Fortschritte gemacht wurden. Also dass sich das Ganze sehr professionalisiert hat. Von einem Zeitpunkt, wo man gar nicht wusste, mit wem spricht man. Und jetzt man wusste es zum Teil, aber man dachte sich, die sind halt da. Dann müssen wir uns mal hinsetzen. Müssen wir die nehmen bis zu dem Zustand, äh, den wir jetzt haben. Also du, dem würdest du zustimmen, also dass man dass es hier so ein bisschen so eine kognitive Dissonanz gibt, weil wenn man sich die mediale Debatte ansieht, dann muss man ja eigentlich das Gefühl haben, dass wir hier ganz viele schreckliche Parallelgesellschaften haben und der im Hinterhof werden wird ein Steinzeitislam gepredigt und oder ein Moscheen-Report von einem Konstantin Schreiber der kürzlich rauskam, der wiederum dieses Bild befeuert. Also, da scheint es irgendwie zwei Ebenen zu geben. Das einerseits. Mein nächster Punkt wäre: Du hast die Verbände ja oder einzelne Akteure in den Verbänden, vielleicht magst du auch nochmal konkretisieren, welche Verbände genau kritisiert. Der größte Islamverband DTIP war jetzt sehr viel negativ in der Presse, vor allem seit die Beziehungen zu der Türkei so schlecht geworden sind. Ich denke mir dann immer, ähm, gut. Wenn das nun mal die Leute sind, die Verbände sind, die die meisten Muslime vertreten, dann muss, müssen die Politiker mit ihnen sprechen. Also ich weiß, dass zum Beispiel in, in Rheinland-Pfalz wurde kurzzeitig die Zusammenarbeit mit der DiTIP ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder läuft. Aber dann denke ich mir: ja Gut, aber wie will man mit wem will man sonst all diese Angelegenheiten regeln wie muslimische Seelsorge? Also ähm, so. Genau, also so wirklich diese Fragen des, des Alltags, mhm. Krankenpflege, ähm, Beerdigung, ähm, Schul-Religionsunterricht. Ähm, was, was kannst du uns dazu sagen? Also diese Wohlfahrtsthemen könnte man rein theoretisch natürlich auch unabhängig von diesen Verbänden organisieren. Das kann man schon sagen. Es ist, glaube ich, ein... Ich würde sagen, es ist tatsächlich ein Wirtschaftszweig, der sich einfach für die Verbände auch öffnet oder eröffnet. Viele der Verbände, wenn wir uns beispielsweise religiös ansehen, sind sehr umtriebig, was beispielsweise die eben Mekka, hatschreisen Umras, also die die Fahrt nach Mekka oder eben außerhalb der der Pilgerzeit. Da wird, wird Geld verdient und damit finanzieren sich eben durchaus auch die Verbände, weil die Verbände nicht in der Form wie die Kirchen ähm, die Kirchensteuer einnehmen können. Also müssen diese Verbände sich selbst organisieren und eben auch schauen, wie sie eben selbst neben den Spenden ihrer Mitglieder ähm, zu Geld kommen. So und ähm, all diese Fragen der Seelsorge, Beisetzung und so weiter. Das sind Dinge, durchaus Dinge, die könnte man auch beispielsweise bei der AWO ansetzen, der Arbeiterwohlfahrt beispielsweise, wo man dann vielleicht externe äh, Mitarbeiter muslimischen Glaubens mit einer spezifischen ähm, Qualifikation eben einsetzt und dann hätte man eben auch diesen Bedarf oder... Diese, dieser Bedarf wird vielleicht von einer unabhängigen Organisation, die vielleicht sich muslimisch verortet, aber eben nicht im Fall der DTIP jetzt aktuell, wobei DTIP muss man auch immer im Kontext seiner eigenen Entwicklung auch betrachten. Die DTIP der 80er ist nicht die DTIP der 2017er, so das muss man auch äh, immer äh, im Blick äh, behalten, ähm, viele Verbände haben auch Menschen hervorgebracht, die durchaus kritisch mit ihren eigenen Organisationen, also viele junge Menschen, die bei Meligödisch sozialisiert sind, das ist eine der größten ähm, ähm, Islamverbände, die aber eben sehr stark durch die Agenda von Erbakan, eine islamistische Agenda verfolgen. Ähm, da gibt es durchaus auch kritische Stimmen oder auch viele, die sich auch davon distanzieren und ähm, das auch nicht gut heißen. Also auch da gibt es eben Entwicklungen und ähm, dementsprechend ähm, müsste man das natürlich auch abbilden. Das ist mir auch immer ganz wichtig, auch wenn ich äh, die Mehrzahl der Verbände, auch den Zentralrat der Muslime, sehr stark ähm, äh, kritisiere. Aber sie nehmen alle auch an der, an der Debatte teil. Und auch sie können. Deswegen finde ich, also ich finde die Darstellung über den Islam in Deutschland auch problematisch und ich habe das beispielsweise schon sehr früh ähm, sowohl mit Gazelle, aber sehr stark auch ähm, in, in meinem Buch Muslim Girls thematisiert. Also das, da gibt es viele Kapitel, die sich alleine nur mit dem Thema Medien und äh, Islam und Frauen äh, befassen. Ähm, aber, es ist natürlich auch ein bisschen hausgemacht wenn beispielsweise islamvertreter immer so um den heißen brei reden wenn es um den politischen islam geht oder wenn sie sich eben nicht positionieren was meinen sie denn jetzt mit scharia und welche rechte ähm, oder warum wird eben nicht ähm, für gleichberechtigung gekämpft wenn angeblich wie sie es ja sagen äh, der islam so emanzipatorisch ist und trotzdem hält man an auslegungen fest die eben nicht frauen gleichberechtigung fördern also da fragt sich ja jeder, selbst wenn er sich nie wirklich so mit dem Islam und vielleicht auch sehr wohlwollend dem Islam oder Muslim gegenüber ist. Da, da wird dann auch der offenste Mensch irgendwann sehr, sehr skeptisch. Und damit verbaut man auch vieles, was eigentlich auf Wohlwollen in der Bevölkerung auch da ist. Und das führt auch dazu, und da kommen wir auch relativ schnell zu diesem Punkt, den wir auch vorhin besprochen haben, wie geht man mit diesen kritischen Themen um, ohne Rechtspopulisten in die Hände zu spielen. In dem Moment, wo man die ganze Zeit drumherum manövriert, haben wir das Thema an der Backe. Und umso früher man sich dem Problem Stellt. Und umso früher man es aus der Welt schafft und man vielleicht mit einem großen Knall sich dem Ganzen mal auseinandersetzt, umso fr spät, umso früher hat man es auch vom Tisch. Das ist genauso, als hätte ich irgendwie einen Wasserbruch in der Wohnung, und statt jetzt einfach den äh, Klempner anzurufen, weil mir das super peinlich ist, dass in meiner Wohnung. Mit meinem Partner, der Mann ist und es nicht in der La nicht in der Lage ist, diese, diese, ähm, diese dieses ähm, Spektakel da irgendwie in den Griff zu kriegen, diesen Klempner nicht anrufe und versuche mit meinen, allen, allen mit meinen Handtüchern das irgendwie zu stoppen wird das Problem natürlich immer größer, weil dann habe ich noch einen Wasserschaden in der Wohnung und die Nachbarn. Also wir sehen, dieses Verdrängen führt dazu, dass das Problem immer größer wird. Und im Kontext des Islam haben wir eine Debatte, die wir nicht loswerden, weil wir immer noch um dieselben Themen kreisen, wie wir sie schon irgendwie in den 90ern hatten. Also Stichpunkt ähm, Kopftuch. Hätten wir von Anfang an die Kopftuchdebatte von beiden Seiten ehrlich geführt, hätte Ali Schwarzer einfach mal... Es stehen lassen können, dass es zum einen ja auch die Flagge des Islamismus ist und das ist für Ali Schwarzer nur die Flagge des Islamismus. Es ist das zum einen, weil es gibt eine, eine islamistische Agenda, was die Verschleierung der Frau angeht. Das ist Fakt, das kann man, sich, das kann man historisch äh, nachweisen. Und dann gibt es aber eine sehr traditionelle Art der, der, des Kopftuchtragens, weil es irgendwie Teil der Kultur ist ist von vielen Frauen in vielen Ländern sich zu verhüllen. Vor allem, es wird auch als Selbstbestimmung wahrgenommen. Ich meine, gerade genau, in dem Frau. Diskurs, die wir, jetzt, die wir neuerlich haben und die auch Alice Straße damals in Deutschland auch angestoßen hat, gab es eine starke Gegenbewegung, die dazu neigte, auch zu sagen, gerade weil ich mich dafür entscheide, gerade weil ich die Fähigkeit besitze zu entscheiden, ob ich mein Haar verhülle oder nicht, ein Ausdruck meiner Eigenständigkeit ist, ohne dass es mir das jemand auftriniert. Von männlicher Seite, aber vielleicht auch von weiblicher oder feministischer Seite. Also da gibt es letztendlich auch die Bestimmung, selbst entscheiden zu können, wie ich letztendlich meinen Alltag pflege, wie ich meine Identität nach außen trage. Absolut, und Identitäten sind ja nicht fest. Also auch die sind ja immer in der Entwicklung, weil in der Pubertät ist man anders gestrickt als, als erwachsene Frau mit 30 oder 50. Also äh, auch das ist nicht statisch. Und genau das, dass man das nebeneinander stehen lässt und wirklich die Bandbreite dieser Thematik darlegt, eben nicht sagt, es ist einfach nur eindimensional und das Kopftuch ist. Eine Flagge des Islamismus. So, genauso haben wir auf der anderen Seite jetzt haben wir sozusagen die die äh, sagen wir mal den weißen sogenannten weißen Feminismus, der das eben sehr ähm, äh, sehr pauschal islamistisch abstempelt. Und dann haben wir die andere Seite, die muslimische Seite, wo wir zwei Gruppen haben, die zum einen sehr genau wissen, es ist es gibt eine islamistische Agenda, der sie selbst folgen und die sie auch gutheißen. Und da sind Frauen durchaus auch selbstbewusst aktiv dabei, weil sie sich für die, für die Sache interessieren und gut finden und das auch befeuern, weil sie zum Teil in einem selbstbewussten islamischen Selbstverständnis leben und auch diesem Grundgedanken nacheifern. Wir Muslime hatten ein goldenes Zeitalter, wir waren. Wir waren mal weiter als, als, als irgendwie das Abendland und jetzt sind wir zurückgefallen und diese Zeiten holen wir zurück, indem wir sozusagen in Anführungsstrichen die Expansion äh, des Islam vorantreiben und irgendwie dafür werben. Und dann gibt es eine andere Seite, die hat sich ganz oft gar nicht so viele Gedanken gemacht über den Islam, über bestimmte Regelungen um, oder auch Zuschreibungen äh, gegenüber Frauen. Und die tragen es, weil sie, genau wie du gerade gesagt hast, für sich sagen, ich mag meine Religion. Ich fühle mich darin wohl, ich fühle mich nicht ähm, eingeschränkt und da würde ich mich als Person mit einbeziehen. Ich komme aus einem Haushalt, äh, meine Eltern, meine Verwandten sind sehr konservative Muslime. Ich habe sogar eine Tante, die trägt Nir also, die, ja, kein Nehrab, sondern einen Gesichtsschleier. Und ähm, wo aber Toleranz und Akzeptanz großgeschrieben worden ist, wo niemand jemals zu mir gekommen ist, du bist ein Mädchen und deswegen hast du das und das und das zu tun und dies und dies und dies sind dir verboten. Und genau diese Frauen gibt es eben auch in diesem Spektrum, die irgendwann sagen, meine Eltern finden die Idee mit dem Kopftuch jetzt nicht besonders gut, weil sie ganz genau wissen, wenn du auf die Straße gehst, wird es vielleicht ein bisschen unbequem. Bist du an der Uni? Auf dem Arbeitsmarkt wird es dir auch nicht einfach gemacht. Und trotzdem entscheiden sich diese Frauen, weil sie sagen, ich bin eine selbstbestimmte Frau, ich liebe meine Religion und ich möchte das auch nach außen tragen und denken sich dann halt auch nichts dabei. So, aber beide Gruppen auf beiden Seiten sozusagen auf dieser islamischen aus dieser ähm, feministischen Seite die sozusagen weiß diesen weißen Blick hat und auf der muslimischen Seite wo eben auch genau diese beiden Seiten existent sind müssen alle mal die Perspektive wechseln und schauen was gibt es daneben eigentlich noch und äh, das gab lange nicht. Und ähm, wenn wir es schaffen, kriegen wir das jetzt hin, dass wir wirklich anerkennen, es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Verhüllung der Frau. Es gibt verschiedene Beweggründe von Frauen, die sich verhüllen, genauso wie es viele Beweggründe gibt von Frauen, die sagen, ich möchte es nicht mehr tragen. Und da gibt es zum Beispiel auch noch eine sehr große ähm, Inakzeptanz, beispielsweise auch bei Frauen muslimischen Glaubens, die nicht akzeptieren oder diesen Frauen, die es ablegen, äh, unterstellen, sie verraten ihre Religion, sie würden ihre Religion nicht ernst nehmen, sie würden rechtsbewusst Populisten in die Hände spielen, weil sie sagen, ich möchte das Tuch nicht mehr tragen, weil es für mich keinen Sinn macht oder das Konzept patriarchal ist etc. Und dass eben genau das, was man auf der einen Seite einfordert, nämlich Akzeptanz für die Verhüllung, dass man das den Frauen, die es ablegen, eben nicht zuteil kommen lässt. Und ähm, da gibt es unheimlich viele wirklich sehr traurige Geschichten, die in der Form gar nicht an die Öffentlichkeit äh, treten. Und das ist ganz spannend, weil genau diese jungen Frauen Angst haben, wenn sie ihre Geschichte öffentlich machen, dass sie Rechtspopulisten in die Hand spielen. Und das sind tief traurige, teilweise sehr verletzte Frauen, die wirklich ihr eigenes Umfeld, ihre Familie auch verloren haben durch diesen Schritt und ähm, aber eben auch soziale Ausgrenzung erfahren haben. Also Was? das nur nebenher nebenbei dargestellt, es gibt wirklich ein, eine Vielfalt an Lebenswelten und Gefühlen und die werden halt nicht unbedingt sichtbar gemacht. Und das führt eben dazu, dass da eben. Debatten, wenn wir eben das Kopftuch denken, nicht aus der Welt geschafft werden. Und deswegen haben wir immer noch diese Debatte, die wir immer noch haben, weil sie eben von Anfang an nicht wirklich ehrlich geführt worden ist. Ja, also nur ein ganz kurzer Zwischenschub, ich gebe dann auch gleich weiter, Clemens. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob man wirklich den Menschen, die dort Vorbehalte suchen, gerade weil wir immer wieder auf rechtspopulistische Bewegungen und Gruppierungen hingewiesen haben, ihnen komplett die Munition nehmen kann, wenn man sagt dass das, dass diese Vorfälle beispielsweise, die du gerade genannt hast, ich jetzt unterdrücke oder, oder, mhm. oder für mich behalte. Ich denke auch, dass das, was du vorhin gesagt hast, wo du meintest, man muss etwas ehrlicher sein, auch seitens der Verbände, dass man sich zu gewissen Position, zu gewissen Themen klarer positioniert, nicht davon abhält, dass hier Vorbehalte trotzdem geschaffen werden. Also ich sehe hier ein endloses, und reichhaltiges Spektrum an Möglichkeiten, den Leuten, die hier leben, trotzdem noch etwas vorzuhalten und trotzdem noch Gründe zu suchen und um zu sagen, ihr seid nicht Teil einer deutschen Identität, wie auch immer, hier sie letztendlich definiert wird von diesen Gruppierungen und hier letztendlich auch nicht Bestandteil dazu sind. Also, ist es letztendlich wirklich auch die Frage dessen, wie wir hier die Islamdiskurse, ähm, führen auf, auf theologischer oder, oder möchte gern theologischer Ebene, als auch die Frage, äh, ob es vielleicht andere kulturelle und vielleicht auch ethnische Fragen gibt, die immer mit reinspielen und letztendlich auch verknüpft werden mit dem Islam, weil das sind Dinge, die ich mir immer wieder vorstelle, dass das letztendlich auch der Antrieb ist für viele Leute, etwas in den Islam auch hinein zu projizieren. Und egal wie man letztendlich das Thema über Kopftuch oder letztendlich Mann und Frau im Islam letztendlich auch definieren mag und auch von Verbänden letztendlich auch klar, klarstellt, wird es nichts daran ändern. Also nicht grundsätzlich, aber ich, ich denke, dass es halt trotzdem immer noch Vorbehalte geben kann. Ich will da jetzt nicht zu weit drin einsteigen, weil ich habe das Gefühl, wir haben noch andere Themen, die wir. Aber da würde ich ganz kurz noch ganz kurz, okay, ganz kurz eingrätschen, aber das ist ja auch der Punkt, den wir vorhin gesagt haben. Es gibt Menschen, die wollen einfach ihren Horizont nicht erweitern. Die wird es immer geben und die gibt es auf allen Seiten. Aber es gibt eben sehr viele Menschen in der Bevölkerung und ich bin seit ganz, ganz vielen Jahren wirklich viel in Deutschland unterwegs und vor allem Muslim Girls teilt so dermaßen gegen die Mehrheitsgesellschaft aus. Und ich habe ganz viele ähm, Menschen, die zu meinen Lesungen kommen, die müssen auch ganz oft schlucken und auch an ganz oft und an ganz vielen Stellen dann auch zugeben, ja, da war ich vielleicht auch ein bisschen ähm, unfair, wenn ich eben auf Muslimische Frauen, Mädchen geblickt habe oder eben auf gewisse Situationen, was den Wohnungsmarkt angeht, die Bildung, Arbeitsmarkt und so weiter. Und ich lasse mich darauf ein. Und dieses Ich lasse mich darauf ein hat sich, glaube ich, in dem Sommer dargestellt, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und dann haben, glaube ich, auch viele, viele Muslime gemerkt, die Mehrheit dieses Landes oder sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sind Muslim per se nicht feindlich. Gestellt. Sie sind vielleicht an manchen Stellen kritisch. Ähm, Clemens, du hast gesagt, du bist Atheist, also insofern kann Agnostiker man mit, oder muss man Agnostiker. Sagen, ja. ähm, das heißt, an vielen Punkten kann ich natürlich so viel mit irgendwie äh, positiven äh, Auslegungen kommen. Es wird bei dir mehr oder weniger irgendwie an dir abprallen. Aber du denkst dir, okay, wenn das irgendwie äh, eine Möglichkeit ist, sozusagen Emanzipation zu, möglich zu machen, äh, dann wirst du zu, wirst nicht zwischengrätschen und das Madig machen. Und davon haben wir ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft. Und ähm, Deswegen ist es immer gut, dass man Themen anspricht. Aber diese Themen müssen wir nicht ansprechen, weil wir es für die Mehrheitsgesellschaft tun, sondern weil diese Probleme uns selbst betreffen. Mich betrifft es selbst, wenn meine Freundin homosexuell ist. Mich betrifft es selbst, wenn meine Schwester gegen ihren, ähm, gegen ihren Willen verheiratet wird. Mich betrifft es selbst, ähm, wenn meine Mutter mit Kopftuch angepöbelt wird. Ähm, mich betrifft es selbst, wenn... Was weiß ich, äh, eine Freundin von mir sich scheiden lassen will. Mich betrifft es selbst, wenn, ähm, keine Ahnung, die Freundin einer Freundin ähm, ihren äh, deutschen, äh, christlichen Freund heiraten will. Oder meinetwegen auch einfach nur einen Freund haben will. So. Das heißt, diese Themen betreffen erstmal uns und in bestimmten Zusammenhängen die Mehrheitsgesellschaft. Und jetzt kommen wir jetzt zum Thema Medien. Weil natürlich immer so ein bisschen dieser, ähm, dieser Gedanke mitschwingt, ja, dann müssen wir das ja nicht in die Öffentlichkeit tragen. Doch, weil Muslime sind bundesweit in diesem Land verteilt. In Anführungsstrichen, weiße Medien sind auch unsere Medien. Die Zeit ist mein Medium. ZDF ist mein Medium. Die Gazelle ist mein Medium. All diese Medien sind auch unsere Medien als Muslime. Und ähm, vielleicht nicht unbedingt das Medium unserer Erst als erste Generation eingewanderten Eltern, weil sie der Sprache nicht wirklich mächtig waren, weil sie einfach den Fokus mehr auf ihr Herkunftsland äh, gerichtet haben. Aber wir sind Teil unseres Mediums, wir sind Teil dieser Gesellschaft, also bestimmen wir auch die Debatten. Und wir können sie mitbestimmen, wie sie geführt werden. Und das meinte ich eben auch vorhin mit, dass natürlich auch die Verbände dazu beitragen, dass dieses Bild über den Islam in Deutschland auch so ein bisschen einseitig ist, weil sie sich eben zu bestimmten Themen auch nicht positionieren oder eben sehr gerne so um den heißen Brei reden, um den Leuten irgendwie vom also abzulenken in Anführungsstrichen. Ähm, ja, vielen Dank, weil die äh der Übergang zum nächsten Thema ist schon automatisch passiert. Wir sprechen ja jetzt schon über, über Medien oder mediale öffentliche Debatten und Auffassungen von verschiedenen Auslegungen, Liberale, liberalere, konservative, wie man das auch immer labeln möchte. Ihr habt jetzt einige Dinge gesagt, die ich super spannend finde und wo ich gerne nochmal auch Fragen stellen möchte. Einerseits, was du gesagt hast, Basel, dass die Munition, die man den Demagogen liefern könnte, ist es nicht, wäre es nicht legitim, in einer gesitteten oder zivilisierten öffentlichen Debatte, sich auch an Konzepten abzuarbeiten? Also gewisse religiöse Konzepte oder Kon äh, Konzepte einer gewissen religiösen Strömung zu kritisieren, ohne in ra rassistische Momente zu verfallen. Also so wie ich vielleicht ähm, abstrakt über ein, über, über ähm, gewisse, äh, politische Formen des Zusammenlebens diskutieren kann. Ich kann den Kapitalismus kritisieren oder ich kann den Sozialismus kritisieren und sagen, diese und diese äh, Ideologien erzeugen diese Missstände, jene jene Missstände. Können wir das auch nicht äh, zum Beispiel über das Kopftuch oder über gewisse ähm, religiöse Narrative ohne dabei immer rassistisch zu werden? Weil ich denke einerseits ist die ist die offene Debatte wichtig. Sie findet ja auch statt in Form von Theaterstücken, Karikaturen, Satire-Shows, Fernsehsendungen. Aber viele Menschen fühlen sich einfach diffamiert. Und ich will das durchaus ernst nehmen. Und das ist ja, da, glaube ich, haben wir einen Konsens in der Runde, dass dieser, dieser Moment, ähm, wo es in Hass umschlägt, wo man hinter dem Kopftuch oder hinter dem Symbol, das man kritisiert, den Menschen komplett vergisst. Äh, die Menschlichkeit, das ist der Moment, der nicht passieren darf. Ähm, aber vielleicht noch mal an euch die Frage. Geht das? Können wir, können wir so einen Dialog führen oder sind wir einfach nicht in unserer total überspitzten Mediengesellschaft dazu in der Lage? Willst du anfangen? Also, ich glaube, wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie auf Facebook, Twitter teilweise ausgeteilt wird, merkt man, und da kommen wir wieder auf die Kinderstube zurück, man vergisst ganz oft, dass die gute Kinderstube auch im Social-Media-Bereich ähm, Existenz sein sollte. Und wenn wir das, ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder ein bisschen äh, uns zurücknehmen. Also ich bin ja auch eine Freundin von äh, gewissen Zuspitzungen. Ähm, aber man schaut natürlich, wem man was um die Ohren haut. Ne? Also wo man weiß, okay, das ist jetzt keine ähm, Person, die jetzt irgendwie keine Ahnung... Bei der Bäckerei irgendwie an der Kasse steht und einfach nur ihrem Job nachgehen möchte, äh, sondern gewisse Personen der Öffentlichkeit, die natürlich auch Kritik öffentlich aushalten müssen. Und im Politiker äh, können wir ja eben entsprechend auch ähm, Dinge kritisieren, ohne dass der jetzt heulend durch die Gegend läuft und dann weiß ich nicht irgendwie dem Geheimdienst sagt, bring die mal um die Ecke. So. Ähm, so. Insofern ich, müssen wir glaube ich erstmal es hm. schaffen, wieder vielleicht ein bisschen respektvoller auch den Menschen gegenüber ähm, aufzutreten die wir vielleicht in ihrer Art und Weise oder in ihrer äh, Haltung kritisieren und dann wirklich auch mehr Sachlichkeit einzubringen, also dieser dieser Reflex immer mit diesem Rassismusvorwurf zu kommen oder Islamophobie oder Muslimfeindlichkeit ist meines Erachtens auch eine Form von Sprachlosigkeit, statt sich einfach zurückzunehmen und das bringt natürlich bringt natürlich diese ähm, sozialen Medien mit sich, weil es ist etwas was so kurz es geht so schnell man, jeder erwartet auch auf der anderen Seite, wenn jemand was getwittert oder gefacebookt hat, weil das ja so schnell geht. Man muss nicht irgendwie eine Brieftaube erstmal mal suchen, um der den Zettel zu geben und dann in fünf Monaten kommt dieser kommt die Meldung an, sondern das ist in Sekunden eigentlich verschickt. Und wenn man es nicht tut, wird einem schnell suggeriert, man entzieht sich der Debatte. Genauso wie der Vorwurf kommt. Na, das ist Rassismus. Nein, vielleicht möchte derjenige vielleicht mal kurz drüber nachdenken oder sich eben einfach Zeit nehmen, auch nicht alles gleich zu kommentieren in der Form und eben vielleicht auch ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dem anderen auch zu sagen hey du trittst gerade mir ein bisschen nahe und das hat mich gerade ein bisschen verletzt ähm, lass mich das mal ganz kurz sacken und bitte du auch noch mal damit du weißt wie du sich mir gerade gegenüber Verhalten hast weil das was du da als vermeintliches Argument vorgetragen. Es ist kein vermeintliches Argument, sondern du hast mich beleidigt. Und vor allem Frauen, die ein Kopftuch tragen, das ist etwas, das das klebt an ihnen. Das ist, das ist wie jetzt würde man jemand über meine Haut irgendwie äh, was sagen und das ist natürlich Verletzung. Das geht natürlich einem auch nahe. Und ich glaube, wir müssen. Das ist glaube ich etwas und das gilt wirklich für alle Themenbereiche, ob es irgendwie über den diese Skandal sich dreht oder äh, um Kindererziehung, äh, über Stillen, äh, Immobilien, Tralala. Oder eben den Islam wirklich auch mal zu sagen, okay, wie kann ich denn mein Argument so voran, vortragen, dass ich jetzt zumindest nicht irgendwie ausfallend werde? Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem unserer Zeit, dass wir das irgendwie wieder schaffen müssen, dass wir diese gute Stube auch ins Netz bringen. Also, ich meine, zu deiner Frage, sind wir Dinge in der Lage zu trennen, ohne dass sie direkten Rassismus verfallen? Sicherlich sind wir dazu in der Lage. Passiert's? Ich denke schon. Und das Problem daran ist halt nicht in erster Linie, also wenn wir davon reden, was Rassismus ist, dann wissen wir immer, müssen wir uns immer vor Augen halten, das sind Dinge, die wir letztendlich mit einem Phänotyp immer verknüpfen. Das sind Dinge, die man mit dem Erscheinungsbild, mit gewissen physiologischen Erscheinungen und Ausprägungen äh, nur verknüpfen kann. Also die Physis eines Menschen ist ausschlaggebend, wie letztendlich gewisse negative Konnotationen dazu führen, wie man diese Person auch diffamiert und in irgendeiner Art und Weise negativ prägt. Erst dann entsteht Rassismus. Ist man in der Lage, wenn man Islamkritik übt, jemanden rassistisch in irgendeiner Weise anzugreifen? Nicht auf direkter Weise, aber auf indirekter Weise, denke ich. Und da denke ich, dass die, das Perfide daran erst entsteht, wenn eine Gesellschaft ein permanentes Bild eines Erscheinungsbildes vor sich hat und jeder weiß, wenn er an Terrorismus denkt, hat er ein gewisses Bild vor Augen. Eines Mannes, vielleicht mehr oder weniger, ähm, bärtig unterwegs und äh, mit einem gewissen Hauttypen. Und wenn dieses Bild sich in dieses Unterbewusstsein frisst, und davon rede ich ja oft, dann trägt das eine gewisse Dynamik in sich, die komplett losgelöst davon wird und die eine ganz eigene Virulenz besitzt, die sich weiterträgt und eine Gefahr besitzt, die wir viel zu sehr unterschätzen. Ich meine, wenn wir von Rassismus reden, müssen wir die unterschiedlichen Dimensionen, Facetten eines Angriffes und einer Diffamierung einer Kultur berücksichtigen, die umschlägt und wiederum sich unterbewusst koppelt an ein Erscheinungsbild einer Person. Und erst dann wird es Rassismus. Deswegen ist es auch so schwierig, in dem Fall von Rassismus zu reden, weil so viele unterschiedliche und subtile Dinge passieren, die wir gar nicht benennen können und die wir auch gar nicht erstmal anstreben, aber die ihre eigene Dynamik und eigene Geschwindigkeit entwickeln, über die wir keine Kontrolle mehr besitzen. Ich kann nicht darüber entscheiden, was eine Person denkt wenn ich von einem Terroristen rede. Ich weiß nicht, ob er von einem Europäer denkt, der irgendwie losrennt und jemanden erschießt. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es diese, diese Entwicklungen gibt, über die wir keine Kontrolle besitzen. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir von derartigen Sachen reden. Will ich Leute den Mund verbieten, Probleme anzusprechen? Definitiv nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir es in einer respektvollen Art und Weise machen, die immer eine Gegenseite beleuchtet und immer die Gefahr besitzt, Dinge zu entwickeln, über die wir letztendlich keinen narrativen Hoheitsanspruch mehr besitzen. Und das passiert. Das passiert in den Medien, das passiert dauerhaft in den Gesprächen, die wir in Talkshows vorfinden. Das passiert mit Zuspitzungen, die wir bei Islamkritikern finden, die du auch erwähnt hast. Das finden wir auf so derart unterschiedlicher Weise, dass erst dort der Rassismus seine Brutstätte besitzt und die nicht so offensichtlich wirkt. Und deswegen verdrehen immer die Leute die Augen, wenn ich das Wort Rassismus verwende. Aber das kann man letztendlich auch nur unter diesem Gesichtspunkt sehen, der so unterschwerlich erst sich mitentwickelt. Ich finde das aber einen ganz wichtigen Punkt. Man kann ja trotzdem in der Debatte bleiben, in dem Moment, wo man der Person ähm, sagt, und wenn das aber auch wirklich nicht darum geht, also es muss eine Person sein, die den Rassismusvorwurf oder das benennt als Rassismus, wenn es wirklich rassistisch ist. Es gibt die Menschen, das haben wir ja gerade auch ähm, beschrieben, die einfach das nur sagen, um die Diskussion zu beenden so und ob das jetzt islamkritisch oder ähm, islamophob oder eben äh, rassismus äh, das wird dann immer entsprechend entschieden aber es gibt ja die Menschen die vielleicht ähm, weil sie eben sich mit bestimmten Themen nicht so dermaßen auseinandergesetzt haben tatsächlich eine Argumentation vortragen und die durchaus auch ernst meinen und wirklich irgendwie so für sich reflektiert haben die aber trotzdem rassistisch ist und ich glaube das ist auch eine Kunst dann zu sagen okay nehme ich erstmal an aber diese Aussage ist trotzdem rassistisch und die andere Seite das aber auch anerkennt und sagt okay du hast erstmal mein Argument angenommen du bist mir nicht an die Kehle gesprungen ähm, ich habe zur Kenntnis genommen dass das ein rassistischer ähm, eine rassistische Erklärung oder ein rassistisches Argument ist und dann kommt die Diskussion eigentlich erst richtig in Fahrt und dann kann man glaube ich sich wirklich in dieser Diskussion weiterentwickeln aber das setzt natürlich wiederum voraus, dass es Menschen sind, die ein Interesse an einem Erkenntnisgewinn haben. Also das, das was du jetzt ansprichst, du hast ja vorhin auch schon vom Perspektivenwechsel gesprochen. Ich denke, das ist das, was wir auch im besten Fall uns wünschen mit unseren Gesprächen, so reziproke Momente zu erzeugen, der Gegenseitigkeit, Perspektivenwechsel und dann daraus einen Lerneffekt zu entwickeln. Was wir wahrscheinlich nicht klären können, ist, ob unsere derzeitige Medienlandschaft dazu Formate anbieten kann, wo das auch wirklich möglich ist oder wo nur überspitzte Thesen gegenübergestellt werden. Ich würde gerne noch eine, noch so ein Fragenkomplex aufmachen, der damit zusammenhängt. Und zwar, wir haben jetzt viel über Islamkritiker und verschiedene Akteure gesprochen, die sich in der Öffentlichkeit zum Thema Islam und Muslim in Deutschland äußern und geäußert haben. Und mir geht es so, wenn ich zum Beispiel Menschen im Fernsehen höre, die von den Medien als liberale Muslime bezeichnet werden, weil ich ohnehin religionskritisch bin. Ich bin natürlich Biased, also ich bin, habe hier schon eine eigene Meinung in der Hinsicht. Tendiere ich oft zu, die, zu den Thesen, die sie vertreten und denke mir dann, ja, das gefällt mir ganz gut, was der oder die Akteurin, Journalistin, Publizistin, Wissenschaftlerin jetzt sagt. Aber dann und darüber haben wir auch schon gesprochen. Denke ich kurz nach Moment. Es gibt vier, circa vier Millionen Muslime in Deutschland. Davon sollen circa 30 Prozent praktizierend sein, habe ich mal in einer Studie gelesen. Ich weiß nicht, wie korrekt das ist. Und von diesen praktizierenden Muslimen, die auch noch mal alle super heterogen sind, werden wird der Großteil von Verbänden wie DiTIP und Zentralrat oder Amadir militärisch, wie sie alle heißen, vertreten. Das heißt, diese liberalen Freidenker, das gefällt mir dann vielleicht, was die erzählen, aber die sprechen für keine Muslime oder für wenige. Und die liberalen Muslime, für die Religion nicht so eine große Rolle spielt, das ist dann vielleicht meine, mein Rückschluss, vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich denke dann gut, wenn die sich eh gar nicht als praktizierend identifizieren, dann nehmen sie vielleicht auch gar nicht an der Debatte teil in der Form. Naja, sie sind ja Teil auch der muslimischen Gesellschaft. Aber, aber nehmen Sie sich, nehmen, äh, haben Sie das Gefühl, dass von ihnen gesprochen wird? Das also ist vielleicht eine sehr hypothetische, äh, hypothetische Überlegung. Aber ähm, vielleicht sagen die dann, wenn da ein, wenn eine Sineb El-Masra al als liberale Muslime auftritt, äh, sagen die dann, das klingt gut, aber ich bin ja kein Muslim. Also es betrifft, ich muss mich gar nicht engagieren dafür. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist, ähm, ich finde das insofern interessant, weil ähm, Jetzt haben wir ja seit einiger Zeit äh, diese neu gegründete Moschee. Diese liberale Moschee. Von Serdan Die heißt die Goethe-Ibn ähm, goethe, eben eben äh, Nee, eben goethe -Moschee, moschee Wo ich dann dachte dachte, so, Goethe ist aber auch ganz schön selbstzentral gewesen und jetzt auch nicht gerade der frauen Verstehe, Ja, aber okay. Ist, 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 da machen wir ein anderes Fass auf. Also, ich bin, ich bin in, in der Schule Goethe so als also, so eine heiligen Figur und plötzlich reden alle davon, dass Goethe irgendwie ein Frauenfeind ist. Mir bricht mein Weltbild irgendwie nach und nach <laughs> weg. Ja. Also man merkt auch da, da kommen wir eigentlich wieder auf die Frauenfrage, wenn man sich natürlich mit Goethe nicht oberflächlich, weil er den westöstlichen Liban geschrieben hat, befasst sondern wirklich in der Breite seiner literarischen Ergüsse äh, sozusagen und auch mit der Person und der Geschichte dieser Person, dann wird man natürlich neben dem westöstlichen Dewan, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ähm, Sadan Attisch und äh, ihre Mitstreiter sich eben auch dafür entschieden hat, um sozusagen diese Symbiose zwischen Europa, Deutschland und sozusagen mit Ibn Rushdie, ähm, die arabisch... Ähm, andalusisch-islamische Tradition äh, sozusagen sichtbar zu machen und eine Verschmelzung deutlich zu machen, aber eben gleichzeitig als eine Moschee, die eben auch irgendwie emanzipatorische Ansätze verfolgt, da ist vielleicht Goethe nicht gerade der <laughs> passendste äh, Namensträger. Aber äh, man merkt natürlich auch, man kann eine Sache und ich finde, ähm, also, ich habe kein Bedürfnis für eine liberale Moschee. Aber es gibt viele Muslime da draußen, ähm, die tatsächlich nicht sichtbar sind. Sie, du hast gesagt, es gibt die manchmal sozusagen in, in Talk-Sendungen. Ich muss auch immer ganz oft darauf hinweisen, dass man mich bitte nicht als liberale Muslimin bezeichnet, weil ich mich nicht als liberale Muslimin bezeichne. Findest, findest du diese kurze Zwischenfrage? Findest du diese Zuschreibungen schädlich? Nee, wenn sich jemand selbst so bezeichnet, dann ist, haben wir das erstmal zu akzeptieren. Das haben wir als Muslime zu akzeptieren, das haben wir aber eben auch als Nicht-Muslime oder als Agnostiker oder Atheist zu, ähm, zu akzeptieren, die meinen, ähm, die Religion an sich und vor allem wenn es eine patriarchale Religion, ist, kann nicht liberal sein. So, das ist genauso, wenn jemand sagt, ja, aber ich bin islamische Feministin und ich mache das und das und das und kriegt dafür ständig einen auf den Deckel und dann sagen die anderen so, nö, geht aber nicht, weil ich bin Agnostiker oder... Atheist, das kannst du mir nicht erzählen. So, also irgendwo muss man natürlich dann auch erstmal das erstmal so hinnehmen. So. Ähm, aber man kann natürlich darüber streiten, man kann darüber diskutieren. Und ähm, insofern ist diese Bewegung, ähm, die wahrscheinlich jetzt tatsächlich, sei dann attisch, medial. Ähm, größer losgetreten hat als beispielsweise äh, der liberal-islamische Bund, den es ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren auch schon gibt, ähm, mit Lamia Kador, der äh, Imamin ähm, Rabia Müller, also die schon sehr lange sehr aktiv ist. Es gibt noch einen, andere Frauen, äh, die als Imaminnen fungieren, aber eben nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Und sie treten auch deshalb nicht auf, weil sie natürlich sehr stark wissen, dass das ähm, in der Mehrheit ähm, der traditionellen, ähm, und ich rede jetzt noch nicht von den reaktionären Muslimen, sondern wirklich von den durchaus konservativen äh, Muslimen, durchaus auch Bauchschmerzen und auch gewisse Irritation sorgt und vielleicht auch eben, eben auch für eine Ausgrenzung, wenn man in einer gewissen Community lebt. Und ähm, ich war vor einiger Zeit mit einem Freund aus Düsseldorf dort, ähm, der ist auch Muslim und äh, wir sind da hingegangen, wollten uns das anschauen und Erstmal ist es eine sehr, ist ein sehr hübscher Raum. Es ist eine schöne Aura. Die, ist, die Moschee von Sardanatos. Genau, es riecht nicht nach Käsemauken. Wer in einer Moschee ist, weiß, von was ich rede. Ähm, ich war da noch nie, kann das nicht beurteilen. <laughs> ich blicke einfach mal ganz den mal, eine, Ich habe schon mal auf dem Boden geschlafen und das roch einfach nur nach, nach Füßen eigentlich. In der Moschee, oh je, okay, ja. naja. Ähm, so, und ähm, das kann man erstmal wertschätzen. So, also das erstmal auf die Baune zu stellen. Und dann kommt aber ein Aspekt mit rein, den ich sehr interessant fand. Ähm, es waren einige Muslime dort: ähm, ägyptisch-stämmig, ähm, konvertiert, ähm, bosnisch-stämmig. Ähm, und das waren durchaus auch Muslime, die gesagt haben, ich gehe in keine Moschee mehr, weil ich mich zum einen in vielen Moscheen nicht wohlfühle. Ich kenne auch äh, transsexuelle Muslime, die einfach nicht wissen, gehe ich jetzt in den Männertrakt oder in den Frauentrakt und die, wie, je nachdem, wie sie aussehen. Also es gibt ja transsexuelle äh, Menschen, die sehr, sehr weiblich, also mit weiblichen Attributen äh, sozusagen gesegnet sind und andere mit äh, männlichen. Und je nachdem, wenn sie sich mit weiblichen Attributen ins Männliche begeben, gibt es dafür eben auch irgendwie eine Mahnung, beziehungsweise ein Tadel. Und da hat man dann oder hat sie dann einfach keine Lust mehr, dorthin zu gehen. Und das führt dazu, dass diese Menschen einfach in keine Moschee mehr gehen. Und solchen Menschen, und das ist kein Abschaum, wie manche Muslime das gerne bezeichnen, manche muss ich sagen, nicht viele, ähm, freuen sich, dass es so einen Raum gibt, dass es so einen Ort gibt, wo man dorthin gehen kann. Andere würden gerne hingehen, wissen aber ganz genau, weil sie in einer Stadt, in einem Ort leben, wo viele Bekannte herumlaufen und wenn jemand aus so einer Moschee rausgeht, dass das ganz schnell die Runde macht. Und ein großer Vorwurf, der teilweise aus der traditionellen muslimischen Community, auch hier in Berlin, ähm, ist so nach dem Motto, das ist keine richtige Moschee, da geht ja kaum jemand hin. Und dann mit der Begründung, also sein Ajis sagt, das ist wegen der Sicherheitslage, es waren übrigens auch sehr viele Securities da, also es war auch interessant, ähm, sondern weil es eben auch diese, diese soziale Kontrolle leider auch gibt. Und das ist erstmal nichts, was irgendwie die Religion einem ähm, ähm, sozusagen diktiert. Ähm, setz Menschen unter Druck, mach ihnen die Hölle zur, Her zur mach ihnen das Leben zur Hölle. Das ist erstmal eine, 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 eine Haltung von Menschen, die einfach nicht akzeptieren können, dass Menschen ihre Spiritualität auf ganz verschiedene Art und Weisen suchen und wenn sie sich in so einem Raum wohlfühlen, dann ist das in Ordnung. Mein Vater ist ganz lange in eine Milli Moschee gegangen, weil es die einzige war, die es gab. Er ist Malikit, Marokkaner und dann noch irgendwie nicht türkischsprachig, so und trotzdem, das war die Moschee, da ist er jeden Freitag hingegangen, irgendwann hat er auf die Leute auch keine Lust mehr. Was ich nur damit sagen will. türkischer Predigt, oder wie? Ja, der saß dann da auch und dachte sich so, okay. Das, irgendwann dachte er, mh. Aber die Menschen waren ihm dann auch irgendwann ein bisschen zu anstrengend und dann hat er sich dann auch davon gelöst, weil ähm, man auch dazu neigt, Menschen, die man irgendwie sympathisch findet. Und mein Vater ist ähm, sehr religionsgefestigt, also ist ein Hafes, jemand, der den Koran auch auswendig gelernt hat, selbst aus einer sehr religiösen Familie stammt. Und solche Menschen, darüber freut man sich. Auch die Ahmadiyya hatte einen Blick auf meinen Vater geworfen. Also insofern, aber der dachte sich, lasst mich damit bitte alle in Ruhe. Ähm, Insofern ist das immer ganz spannend, dass natürlich Menschen da vielleicht unbedingt vielleicht mit der Auslegung nicht unbedingt d'accord gehen, aber es akzeptieren können. Und da kommen wir zu diesen Selbstbezeichnungen oder eben auch diese Fremdbezeichnungen, dass man eben von liberalen Muslimen spricht, von Konservativen und sie so gegeneinander stellt. Konservative sind per se erstmal nicht schlecht. Das sind Bewahrer. So. Und ähm, die sind vielleicht in vielen Punkten ein bisschen langsamer und brauchen ein bisschen länger Zeit, bis sie sich mit Entwicklungen oder Trends, manchmal gibt es auch Trends, und ich würde auch den liberalen Islam so ein bisschen auch als so ein Trend äh, beschreiben. Aber ähm, es sind Entwicklungen, die mit der Zeit einfach kommen, weil es zu bestimmten Fragen keine Antworten gibt. Und Menschen, es gibt immer bestimmte Menschen, die schlucken das runter und leben Doppelleben. Und dann gibt es andere, die sagen, ich will aber kein Doppelleben mehr leben und ich möchte jetzt endlich antworten auf meine Fragen, verdammte Hacke. Und dann entwickelt sich sowas wie zum Beispiel der liberale Islam, wo sich Menschen hinsetzen und sagen, theologisch müssen wir uns damit auseinandersetzen. Oder eben feministisch-islamische ähm, Strömungen, die sagen, so, jetzt wollen wir aber auch noch mal einen weiblichen Blick auf die Religion äh, werfen. Und ähm, das kann alles nebenher existieren, ohne dass man sich sozusagen ähm, ja, existenziell jetzt irgendwie bedroht, ähm, jemanden bedroht und, und wirklich das Leben zur Hölle macht. Und das ist im Fall von Sadan Attisch, auch wenn man da manchmal irgendwie auch nicht alles gut findet. Ähm, das geht nicht. Also ich finde das ganz unmöglich, dass diese Frau sich nicht mehr frei bewegen kann. Und ich finde es auch unmöglich, dass jemand wie Hamad Abdes Hamad, und ich bin jetzt auch, äh, wer mich kennt, wer meine Texte kennt, weiß, dass ich mit ihm in ganz vielen Punkten äh, nicht zusammengehe. Aber auch er hat das Recht, seine Dinge zu artikulieren. Genauso wie ich auch akzeptieren muss, dass salafistische Prediger sich für die Genitalverstümmelung von jungen Mädchen, also auch er hat leider Gottes das Recht, das zu formulieren. In einer freien Gesellschaft darf es eben keine Zensur geben. Aber all diese Menschen, ob das Hamad Abdes ist, ob das Sadan Attisch ist, oder eben dieser salafisten Prediger, muss Paroli aushalten. Er muss damit leben, dass die Leute ihm widersprechen mit Argumenten. Und im Idealfall setzt das ein... Denkprozess in Gang. Von, ja. Und bei manchen passiert das. Es gibt viele Salafisten, die irgendwann gesagt haben, so Moment mal, also irgendwas ist hier gewaltig irgendwie, liegt hier im Argen. Die, die nehmen sich genauso zurück, entwickeln sich auch weiter, genauso wie es Rechtsradikale gibt oder irgendwie Rechtspopulisten oder Menschen, die irgendwie lange, lange sehr rassistisch waren und irgendwie gemerkt haben: hm, jetzt habe ich mal diese syrische Familie kennengelernt und irgendwie unterscheidet sich das doch irgendwie nicht so stark von meiner Lebenswelt in den 50ern. Ähm, und irgendwie sind die in manchen Dingen sogar irgendwie weiter als ich. Und jetzt muss ich das erstmal alles verarbeiten. Und das ist, bringt auch eine Sprachlosigkeit mit, auch dieses Gefühl. Und das ist, glaube ich, sowohl auf muslimischer Seite wie auf christlich-atheistischer Seite einfach an manchen Stellen mal zugeben, dass man auf bestimmte Fragen keine Antworten hat und dafür auch mal Zeit braucht, das zu reflektieren. Und vielleicht auch mal lange Zeit vielleicht auch mal einen falschen Weg gegangen ist. Dass man vielleicht wirklich aufgrund seiner Sozialisation, auf der, aus dem Grund heraus, weil man gewisse fehlende Perspektiven einfach nicht hatte, dass man einfach auf diese Dinge, auf diesen, oder die Welt mit diesen Augen gar noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man erstmal niemanden zum Vorwurf machen. Jeder ist so sozialisiert erstmal, wie er ist. Das hat viele Gründe, das hat auch das ist durchaus auch politisch manchmal gewollt. Wenn wir uns zum Beispiel auch die Verteilung von Flüchtlingen anschauen, wo ich mir auch denke, vielleicht ist es nicht so gut, dass man immer bestimmte Gruppen immer nur aufeinander pfeicht, sondern vielleicht mal eine Durchmischung endlich mal möglich macht, weil das macht einen Perspektivwechsel erst möglich. Und ähm, da kann aber jeder irgendwie was dazu beitragen. Und all die Menschen, die vielleicht in bestimmten Punkten ein bisschen offener sind, können da ja tatsächlich auch ähm, mal Impulse geben. Mm. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viele, so viele Fragen dazu. Ähm, vielleicht noch eine ganz, kurze, eine ganz kurze Sache, die du uns vielleicht beantworten möchtest. Ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass eigentlich liberale Kon äh, Muslime die die, als so, die, die so bezeichnet werden oder sich selbst so bezeichnen und konservative Muslime, wer immer sie so nennt. Ähm, gar keine Angst haben zu brauchen voneinander. Ich meine, das, die Konservativen sind die Bewahrer, die Liberalen vielleicht folgenden Trends, manche Trends verschwinden auch wieder. Das erinnert uns ja sicherlich auch an politische Parteien. Da gibt es auch die Bewahrer und die Progressiven. Also nichts Ungewöhnliches eigentlich. Ich, ich erinnere mich noch auch sehr stark an, an ähm, Public Intellectuals oder Public Speakers wie einen äh, Tarek Ramadan, der gar nicht mehr so stark in den Medien auftritt, ähm, der immer sehr, sehr stark davor gewarnt hat, dass der Islam verwestlicht wird, also dass die Muslime ihre Identität verlieren und dass man, dass gewisse Akteure in Deutschland, äh, glaube ich, hat man das einem Professor Murna Korshi sehr stark zugeschrieben oder einer Islamwissenschaftlerin Lamia Kador, dass sie verwässern ähm, und sich den, den den Menschen ihre Identität raubt ihre religiöse Identität. Vielleicht ganz kurz, hast du das Gefühl, dass diese Debatte so ein bisschen überwunden ist oder brodelt das immer noch äh, ganz stark? Nein, sie ist überhaupt nicht überwunden, weil wenn sie überwunden wäre, hätte es auch diese heftigen Reaktionen gegenüber dieser Moschee auch nicht gegeben. Also ähm, es sind ja nicht nur Reaktionen im Sinne, da gehe ich nicht hin, soll die machen, äh, komische Tante oder kenne ich so nicht. Das kommt vielleicht eher von Konservativen, dass sie sich dann eher denken, so, hm, finde ich ein bisschen suspekt, aber sollen die machen? Dem schenke ich nicht weiteres äh, weiter Aufmerksamkeit, sondern es ist ja tatsächlich so weit gegangen, dass man ihr das Muslimsein abgesprochen hat, dass man ihr gewünscht hat, dass sie irgendwie verbrennen mag, dass man ihr eine Kugel in den Kopf hat, dass man sie vergewaltigt, äh, dass sie in der Hölle schmoren wird, wo man sich denkt, Mensch, da hat jemand aber eine direkte Leitung offensichtlich zu Gott, mhm. dass er ihm das schon mal so mitge mitgeteilt hat, damit er uns das auch nochmal mitteilt. Ähm, das zeigt einfach, dass es eben nicht überwunden ist. Und ähm, ich habe viele Gespräche auch durchaus mit ähm, Muslimen, die auch äh, mit der Ideologie der Muslimbruderschaft immer sehr. Äh, ja, sagen wir mal, kuscheln und die auch für sich ähm, auch verinnerlicht haben und das sind durchaus auch etwas ältere, die manchmal auch zu meinen Veranstaltungen kommen. Und da höre ich das ganz oft, ähm, dieses Verwässern. Mir wurde immer gesagt, man möchte in Europa, dass es nur noch einen Islam gibt, mit der, der nur noch einen Hauch des Islam beinhaltet. Wohlfühl-Islam. Genau. Und da frage ich mich, und das erklärt wahrscheinlich auch, warum es diese Oberflächlichkeiten gibt. Also überhaupt nicht mehr ein Islam der Spiritualität, wo es darum geht, ähm, ethisch ähm, und humanistisch, und das ist ja auch ein, 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 ein etwas, was den Islam ja auch ausmacht. Es ist ja nicht nur Kopftuch tragen, fünfmal am Tag beten, nach Mekka fahren, äh, halal essen. Also das ist für mich auch sehr oberflächlich. Und wenn wir von Kapitalismuskritik sprechen, und das machen ja ganz oft auch viele Muslime, die sagen, ja, also hier im Westen und hier als Frau wird man dazu gedrängt, irgendwie bestimmte Modetrends äh, zu befolgen, wo ich mir denke, erstmal kannst du jedem Modetrend auch nicht befolgen. In äh, einem religiösen Dogma, wo du das Kopftuch tragen musst, wird ein bisschen schwer dazu sagen, ich trage es heute, trage es morgen nicht. Das, da sehen wir mhm. die entsprechenden Reaktionen. Ähm, also insofern äh, ist dann die Frage, dass, dass, dass dieses dass diese Akteure, wie Tarek Ramadan, eigentlich Muslimen nicht zutrauen, eine intellektuelle Debatte mit ihrer Religion zu führen und sich zu fragen, was bedeuten bestimmte Auslegungen, was bedeutet diese Religion im 21. Jahrhundert und sich eben nicht nur auf oberflächliche Handlungen oder Kleidungsvorschriften zu reduzieren. Und das ist für mich etwas, was für mich viel, viel degradierender ist von jemandem, der sozusagen sich mit, mit, mit islamischen Gesellschaften und der islamischen Geschichte und Muslimen eben heute, hier und jetzt beschäftigt, äh, dass er eigentlich Muslim sozusagen mental abspricht, äh, sich genau dieser Herausforderung dieser Zeit ähm, zu begegnen und auch darüber nachzudenken, was die Religion heute bedeuten kann und eben auch eine gewisse Flexibilität auch zuzulassen, ohne sich, ähm, von der Religion ähm, zu entfernen oder weil Europa, also diese Fragen sind ja in einer Zeit gestellt worden, da gab es viele Muslime gar nicht in Europa. So, also auch die Auseinanderung beispielsweise von Ibn Ruscht, ne, von vielen, also von vielen, vielen Fragen, ähm, und auch die Tatsache, dass er sozusagen sich mit den ähm, griechischen mit der griechischen Mythologie und mit den, mit den griechischen, griechischen ähm, ähm, Philosophen auseinandergesetzt. hat, zeigt ja auch, dass man sozusagen den Blick auch erweitern möchte, sich auf Fragen der Gesellschaft mit Fragen anderer Kulturen auch auseinandersetzt, in Wechselwirkung. Und das hat ja Europa tatsächlich, das ist ja Europa tatsächlich mit der Aufklärung auch gelungen, eben dieses Erbe, was sozusagen vielleicht durchaus Muslime äh, angestoßen haben, mitzunehmen und in eine eigene eigenständige Kultur zu transferieren. Europa heute ist nicht Europa im 14. Jahrhundert. Und genauso steht auch diese Auseinandersetzung Muslimen zu und sich eben nicht nur mit diesen oberflächlichen Bildern auseinanderzusetzen, um vermeintlich einen Islam, der irgendwie nicht Islam, europäisch geprägt ist, ähm, Anzubiedern. Also, es ist ja auch so ein Vorwurf, dass man sich anbiedert. Und ich finde, im Ko jetzt kommen wir wieder aufs Kopftuch, weil das eben so ein markantes, <laughs> markantes Bild ist. Das Kopftuch ist kein Kleidungsstück des Orients. Im Orient gab es nur den Schleier. Und dann gab es eine Zeit der Befreiung vom Schleier. Das Kopftuch ist ein christliches Symbol. Das Kopftuch, das man nimmt und unten zubindet, ist etwas, was nicht in diesem Raum entstand ist. Es ist eine Mode, die irgendwann tatsächlich von Islamisten auch instrumentalisiert worden ist, um zu sagen: Okay, der Schleier, liebe Frauen, verstehen wir, sind, ist, ein bisschen, ähm, ist ein bisschen unangenehm, man kann sich nicht frei bewegen, arbeiten kann man damit auch nicht. Wir wissen, ihr wollt auch studieren und dieses Ganze drumherum macht euch ein Kopftuch drum, weite Kleidung und dann passt das. Für mich ist das eine viel größere Anbiederung an den Westen und an Europa, als zu sagen, ich bin eine selbstbestimmte Frau. Ich habe viele Vorbilder innerhalb der ähm, islamischen Geschichte und mein Islamsein besteht nicht aus Oberflächlichkeiten oder meinem Aussehen. Genauso wie mir kein Europäer sagen kann, weil du braune Haare hast, einen arabischen Namen und vielleicht noch einen marokkanischen Pass, bist du deshalb in Anführungsstrichen nie angekommen in unserer Gesellschaft. Das ist genauso oberflächlich wie jemand wie Tarek Ramadan, der sagt so, also eigentlich wollen wir uns hier gar nicht anbiedern, aber letztendlich wird die ganze Zeit angebiedert und angepasst und geguckt, wie kann man irgendwie diese alte Tradition irgendwie ins Hier, ins Heute europäisch verquippen und dann sind wir, hey, europäische Muslime. Und wenn jemand anders, wie was weiß ich, Bassam Tibi, der letztendlich auch diesen Begriff des Euro-Islam ja geprägt hat, wenn andere, ein anderes Konzept dem entgegenstellt, dann wird da gleich der Vorwurf von, von Anbiederung. Da trage ich mich, wo sind da die Argumente? Ich sehe da keine. Dann, dann nehmen wir das als Schlusswort. Bedanken uns sehr herzlich vielen Dank. Äh, für die vielen spannenden ähm, Einblicke. Und hoffentlich äh, nehmen das unsere Zuhörer auch so wahr, dass man so vielseitig über dieses Thema sprechen und nachdenken kann. Ja, und damit verabschieden wir uns. Dankeschön. Tschüss und viel Erfolg.